Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts, dem einflussreichsten Pflegepodcast Europas. Ich sitze hier gerade mit der bezaubernden Eva. Hi. Hallo. Hallo Eva, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Wir sitzen ja nicht nebeneinander, natürlich, weil es ist ja Corona-Zeit und dementsprechend machen wir jetzt alle unsere Aufnahmen auch von zu Hause aus. Genau. Jeder in seinem Reich. Homeoffice auch bei der Übergabe, genau. Genau. Also wie es sich gehört. Aber trotzdem funktioniert das alles wunderbar und das soll uns nicht abhalten, weitere Aufnahmen zu machen. Genau. Heute ein brisantes Thema. Wir hatten das Thema schon mal, Eva, Folge 3. Mhm. Heute soll es nochmal um die Pflegekammer gehen und zwar im Besonderen um die Pflegekammer Niedersachsen. Genau. Genau. Steht nämlich die Wahl an, beziehungsweise die Abstimmung, wie das jetzt alles weitergeht. Da soll ja eine Vollbefragung stattfinden. Wir hatten das Thema Pflegekammer auch immer wieder und ich habe im Vorfeld dieser Folge auch ein bisschen überlegt, ob es mich eigentlich selber nervt oder nicht. Ja, weil wir es immer wieder haben. Aber es scheint ein wichtiges Thema zu sein und zu diesem Zweck haben wir heute auch jemanden eingeladen und zwar Nora Werstedt. Hallo. 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 Nora, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Nora Werstedt. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, arbeite in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie im Klinikum Braunschweig als Pflegefachleitung und arbeite da in drei Schichten. Ich habe einen Bachelor in angewandte Pflegewissenschaften gemacht an der Westfalia in Wolfsburg und habe einen Master in Sozialmanagement. Und ich bin Vizepräsidentin der Pflegekammer Niedersachsen, nicht zu vergessen. Genau, in dieser Funktion bist du heute unser Gast. Mhm. Genau, und du arbeitest nebenbei noch in der Pflege. Das ist ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil ja auch immer wieder die Kritik kommt, dass Menschen in der Pflegekammer ja eigentlich keine Ahnung von Pflege hätten oder beziehungsweise mit der eigentlichen Basis der Pflege nichts mehr zu tun hätten. Genau, das sind Gerüchte, die immer wieder gestreut werden. So ist es aber nicht. Genau, dass wir das an dieser Stelle einfach nochmal gut klarstellen. Genau. Nora, es geht ja heute darum, im Zuge dieser bevorstehenden Vollbefragung eigentlich nochmal objektiv aufzuklären. Und ich schlage vor, dass wir tatsächlich dort anfangen, wo alles begann und wir eigentlich auch nochmal einen kleinen Überblick geben müssen. Was sind Pflegekammern überhaupt? Beziehungsweise jetzt für Niedersachsen, was ist denn eigentlich die Pflegekammer Niedersachsen? Ja, wir sind zusammen mit Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein eine der Pflegekammern in ganz Deutschland. Wir sind die dritte von den dreien, also wir sind als letztes quasi gegründet worden. Wir sind allerdings die größte der Pflegekammern in Deutschland mit knapp 90.000 Pflegefachpersonen, die Mitglied sind. Und dazu gehören alle Abschlüsse, also Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Unser Sitz ist in Hannover, da finden auch immer die Sitzungen der Kammerversammlung statt und wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts und Teil der berufsständischen Selbstverwaltung, sowie die Ärztekammer, Apothekerkammer, sowas nur eben für den Beruf Pflege. Mhm. Jetzt hast du Körperschaft des öffentlichen Rechts gesagt. Das ist ja irgendwie so ein offizieller bürokratischer Begriff. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, ich habe ein Zitat mitgebracht, beziehungsweise ganz strebermäßig bei der Bundeszentrale für politische Bildung mal wirklich hier so eine Definition mitgebracht. Ja. Ich lese es einfach mal vor, weil es sich natürlich auch so ein bisschen starr anhängt, aber tatsächlich alles irgendwie schon sagt. Also Körperschaften des öffentlichen Rechts sind Einrichtungen, die als juristische Personen des öffentlichen Rechts für den Staat Aufgaben übernehmen. Und dazu zählen eben auch Ortskrankenkassen, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Hochschulen, Sparkassen und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Und das bedeutet einfach nur, dass mit einem Hoheitsakt diese Institutionen gegründet werden und staatliche Aufgaben übertragen werden. Bei uns ist das zum Beispiel die Berufsordnung oder auch die Regelung der Weiterbildung. Da können wir jetzt eine Fake News quasi gleich vorwegnehmen. Dazu zählt nämlich nicht die Fortbildung. Also wir übernehmen nur die Weiterbildung für die Pflegenden in Niedersachsen. Und nicht die Fortbildung? Nee, nicht die Fortbildung. Mhm. Genau, und Ziel von so einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ist immer, das Wohle der Allgemeinheit und natürlich auch das der Mitglieder im Auge zu behalten. Deswegen werden die gegründet.
Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir die Pflegenden, die in der Kammer Niedersachsen registriert sind, mal fragen würden, ob sich die Kammer denn tatsächlich auch um das Wohl der Pflegenden kümmert, da könnte es ja sein, dass es da gespaltene Meinungen gibt, oder? Ja, die gibt's. Das also sieht man ja schon an den Gerüchten, die wir jetzt ausgeräumt haben. Mhm. Die gibt's und ich glaube, das Problem daran ist einfach, also auch wenn man immer nicht von Problemen reden soll, die Herausforderung quasi, um das irgendwie wieder abzuschaffen, ist einfach, dass wir liefern müssen, ganz klar. Und ich glaube, wir zeigen jetzt in dieser ganzen Debatte rund um Corona und in der aktuellen Situation, dass wir sehr wohl auch was für die Pflege fordern können. Also wir haben jetzt ein Melderegister auf den Weg gebracht, um auch diese sogenannte stille Reserve irgendwie vereinen zu können. Ihr seid da ja auch am Start, habe ich gesehen, ne? Ja, genau. Ja, wir machen das halt für Niedersachsen, um natürlich dann im Endeffekt irgendwie die Leute auf den Stationen, in den Wohnbereichen, im ambulanten Dienst irgendwie unterstützen zu können. Wir fordern zum Beispiel auch mehr Schutzausrüstung. Nur das dauert halt immer, wenn wir eine Forderung stellen, die vielleicht auch über Schutzausrüstung drüber hinausgeht oder sich irgendwie auf ganz viele andere Dinge bezieht, es dauert halt, bis das umgesetzt wird. Ich meine, die Mühlen im deutschen Gesundheitssystem malen sehr langsam, untersparen vielleicht nicht mehr so, aber sonst dauert es halt immer ewig, bis man irgendwie mal eine Auswirkung bemerkt und Pflege ist halt jahrzehntelang irgendwie total enttäuscht worden und dass jetzt alle ein bisschen Sorge haben, dass da so eine Institution kommt, die vielleicht mal, also so wie alle anderen irgendwie auch nichts Gutes will, das kann man schon verstehen und wir müssen halt jetzt zusehen, dass wir natürlich was für die Pflegenden erreichen, sonst können wir von diesem Image oder von diesem Zwiegespaltenen kommen wir dann nicht weg. Und der Fehler war auch, da brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr so lange drüber zu reden, weil es schon so viel thematisiert wurde, dass wir Beitragsbescheide verschickt haben. Das ist in den anderen Kammern, also Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, ein bisschen anders. Die haben halt eine Anschubfinanzierung bekommen und konnten sich ein bisschen mehr Zeit mit dem Ganzen aufbauen lassen und da natürlich schon ein bisschen andere Wirkungen erzeugen, als wir das konnten. Wir müssen halt die Mitarbeiter, die wir haben, finanzieren. Wir haben Räume, wo die arbeiten, das kostet alles Geld. Und wir haben Darlehen aufgenommen, aber die müssen halt auch gedeckt werden und dafür braucht man eben Mitgliedsbeiträge. Welche Begründung steckt denn dahinter, dass es in Niedersachsen keine Anschubsfinanzierung gab? Also war das von der Politik einfach nicht gewollt oder nicht angedacht? Ganz ursprünglich war das mal gewollt und angedacht und es gibt auch unterschiedliche Haushaltsplanentwürfe. Also ich hoffe, das ist jetzt richtig, so wie ich das hier sage, dass es im Haushaltsplan irgendwann mal stand in der Landesregierung, dass wir tatsächlich eine Anschubfinanzierung bekommen. Das war dann aber auf einmal irgendwie wieder obsolet und dann gab es die Anschubfinanzierung nicht. Und keiner weiß so recht, auch aus der Politik, wenn man sich mit denen so unterhält, wo das auf einmal geblieben ist und warum das dann nicht mehr gezahlt wurde. Also das ist so ein bisschen mysteriös. Wir haben das Geld auf jeden Fall nicht bekommen. Jetzt ist die Kammer ja eingerichtet worden damals nach einer repräsentativen Befragung, so, die ja vom Land quasi initiiert wurde und wo das Votum dafür ausging. Und daraufhin ist ja dann quasi der Gründungsprozess initiiert worden. Was ist dann danach passiert? Kannst du da so ein bisschen was zur Historie sagen? Also wie hat sich das alles gestaltet und wann ging die Kammer denn eigentlich an den Start, sowas? Also die kam nicht über Nacht und auch nicht, weil sich irgendwie 5 Persönchen an einen Tisch gesetzt haben und dachten, Mensch, das ist doch ganz passig, machen wir mal. Sondern seit, also ich glaube mittlerweile sogar fast 30 Jahren, gibt es immer mal wieder Bewegungen von Pflegekräften, Berufsverbänden oder wem auch immer, um eine Kammer zu errichten. Dann wurde in Niedersachsen ein Förderverein gegründet unter Monika Skibicki. Ich glaube, die ist manchen Pflegenden auch ein Name. Und der hat massiv für die berufliche Selbstverwaltung gekämpft. Mittlerweile ist er tatsächlich aufgelöst, weil es ja die Kammer gibt. Also die haben quasi ihr Ziel in der Satzung erreicht. Und dann ist es 2013 zum ersten Dialog gekommen zwischen der Pflegekammer und dem Ministerium. Dann gab es ein Eckpunktepapier 2014 und gleichzeitig gab es dann schon die Gründungskonferenz in Rheinland-Pfalz. Und also das ist alles auch immer ziemlich gleichzeitig mit den anderen Bundesländern abgelaufen. 2015 ist dann die Gründungskonferenz in Niedersachsen eingerichtet worden. Dann ist 2016 im Dezember das Pflege-KG, also das
Kammergesetz für die Heilberufe in der Pflege unsere gesetzliche Grundlage verabschiedet worden. Und im Anschluss an die Verabschiedung des Gesetzes wurde der Errichtungsausschuss ins Leben gerufen im April 2017. Dann hat der Errichtungsausschuss alles vorbereitet, was man für die richtige Pflegekammer sozusagen, also in Anführungsstrichen richtige Pflegekammer, benötigt. Und im August 2018 wurde dann die Kammerversammlung konstituiert. Und vorher ist natürlich das Ganze auch noch gewählt worden. Das ist ja auch irgendwie nicht so einfach. Also man musste sich erst registrieren als Mitglied. Das war im Juni 18, meine ich. Im Januar 18, sorry. Und im Juni 18 gab es dann 46.000 wahlberechtigte Mitglieder. Die konnten sich dann aufstellen und dann konnte gewählt werden. Mhm. Okay. Also alles ziemlich umfangreich. Ja, ich muss zu meinem Teil natürlich aus Transparenzgründen auch sagen, dass ich in der Gründungskonferenz damals Mitglied gewesen bin und ein Stück weit auch mitgestaltet habe. Ich bin dann irgendwann nach Bayern gezogen, sodass ich dann natürlich ausgeschieden bin. Aber wie du schon sagst, da sind sämtliche Fragen natürlich dann aufgekommen, um das ganze Fundament quasi zu gießen. Das war eine sehr lehrreiche und interessante Sache. Und super viel Arbeit. Ja, genau. Also ich ziehe den Hut vor Mitgliedern der Gründungskonferenz und vor Mitgliedern des Errichtungsausschusses, weil das so krasse Aufbauarbeit war. Also mit diesen ganzen Ordnungen, die da ja schon beim Errichtungsausschuss zum Beispiel irgendwie erschaffen wurden, die wir jetzt einfach so übernehmen konnten, das ist echt Chapeau. Ja, also die Herausforderung lag damals, also eigentlich darin, dass man vorausdenken musste. Also man hat ja quasi das Fundament quasi gegossen und versucht zu diesem Zeitpunkt zu antizipieren, was man denn später brauchen könnte oder müsste. Und da die Strukturen so aufzubauen, das war manches Mal gar nicht einfach, vor allem weil man in einer relativ großen Gruppe auch zusammengearbeitet hat, um dass die verschiedenen Themenpunkte dann entsprechend auch ja ineinander greifen zu lassen. Okay. Ja, es ist spannend. Ja, mittlerweile nicht mehr so. Jetzt haben wir die Kammer ja da. Jetzt haben wir die Kammer ja da. Du hast jetzt gerade die Wahlberechtigten angesprochen und es ist ja auch immer wieder ein Kritikpunkt, der aufkommt von wegen, ich wurde nicht gefragt zur Wahl oder auch der Aspekt, dass ja viele, beispielsweise aus der Gewerkschaft Verdi, mit in der Kammer sitzen. Beziehungsweise auch andere Vertreter zum Beispiel von Berufsverbänden oder Ähnlichem. Mhm. Wie geht man dann damit um und ist das eigentlich ein Problem? Also innerhalb der Kammerversammlung absolut nicht. Die sind zum Teil, also die Verdianer jetzt vor allem, sind zum Teil ziemlich enttäuscht gewesen von ihrer Gewerkschaft, weil sie alle unter der Prämisse angetreten sind für die Kammerversammlung, dass sie kritisch begleiten. Und das finde ich, ist per se erstmal eigentlich gar kein Problem, weil man natürlich alles kritisch beleuchten muss, was man da irgendwie macht. Und auch Fehler vorher schon sich anzugucken und die irgendwie vielleicht auch erst gar nicht zu machen. Aber es war nie so eine Kritik, dass man das Gefühl hatte, die wollen jetzt von innen heraus irgendwie diese Kammer stürzen. Also das hatte ich persönlich nie das Gefühl. Und ich finde die Zusammenarbeit total wertvoll mit denen, weil sie auch einfach diesen Gewerkschaftsgedanken nochmal mit reinbringen, ohne natürlich, dass wir eine Gewerkschaft sind. Also das muss man jetzt hier auch direkt nochmal sagen. Ja, ich finde die Zusammenarbeit super und mir macht das auch total viel Spaß. Und es sind so viele unterschiedliche Leute, die man da kennenlernen darf und die auch ihre eigene Perspektive nochmal aus ihrem eigenen Setting so mit reinbringen. Ich finde das total genial. Ich glaube, wir sind immer noch zu wenig mit 30 Köpfen. Damit können wir nicht die gesamte Pflege in Gänze abdecken und irgendwie jede einzelne Perspektive. Aber da brauchen wir natürlich auch die Mitglieder, die sich mit ihren Sorgen, Ideen, Nöten, Bedürfnissen, was auch immer, an uns wenden und uns das zutragen, weil ich nicht weiß, wie die Pflegekraft in Cuxhaven arbeitet und wie sie tickt oder wie die in Osterode im Harz irgendwie tickt. Also vom Harz bis ans Meer ist da ja alles dabei. Ja, Niedersachsen ist ein großes Land. Genau, das ist halt einfach viel Perspektive, die wir da brauchen und ja, also viele Sorgen, die da natürlich auch mitspielen und deswegen wäre es schön, wenn wir mehr wären in der Kammerversammlung, aber die, die da sind, geben ihr Bestes und versuchen alles irgendwie mit reinzubringen, was sie so haben an Kompetenzen auch. Das heißt, eigentlich ist das ja ein
ein sehr befruchtender Umstand, wenn man sagt, okay, da sind auch Leute von anderen Interessensvertretungen bei, um die verschiedenen Blickwinkel einfach mit im Auge zu haben, wenn es um Beschlüsse geht oder Dinge zu fordern oder ähnliches. Das ist ja dann eigentlich, wie soll ich das sagen, eigentlich ein gewinnbringender Effekt, der dabei entsteht. Absolut. Also zumindest in unserer Konstellation, weil eben niemand versucht, da irgendwas zu zerstören. Ja. Das kann auch anders sein, wenn da jemand ist, der vielleicht gar keinen Bock auf Kammer hat und wirklich nur dafür angetreten ist, uns irgendwie kaputt zu machen. Dann kann das Ganze anders aussehen, aber das ist bei uns nicht der Fall. Okay. Ja. Mhm. Nochmal kurz zu deiner Person. Du hast dich ja auch wählen lassen oder wurdest auch aufgestellt. Mhm. Hast du das über eine Liste machen lassen oder warst du ein Teil einer Liste? Und wenn ja, wie ist denn der Kontakt zu den Leuten, mit denen du da auf der Liste warst jetzt? Also ich habe über eine Liste kandidiert, über meinen Arbeitgeber, und mein Arbeitgeber hat sich zusammen mit anderen Arbeitgebern aus der Region zusammengetan. Also da ist eine Psychiatrie mit bei, da sind andere kleinere Häuser mit bei, wir sind ein ziemlich großes Haus. Und es ist ein Weiterbildungsträger dabei aus Braunschweig, der das denn so federführend übernommen hat, die ganze Koordination, die Meldung der Leute, die auf der Liste stehen. Das ist ja auch ziemlich viel Bürokratie so drumherum. Mhm. Und leider stehen wir nicht so in Kontakt. Das war aber auch von Anfang an tatsächlich so, weil es so ein bisschen zusammengewürfelt war, auch einfach, weil die Häuser weiter auseinander sind und so. Okay. Ja, ist ein bisschen schade. Aber ich versuche immer, Informationen irgendwie innerhalb meines Hauses zu streuen und an meine direkten Kollegen, damit da jeder weiß, was gerade irgendwie abgeht. Ja. Ja, an dieser Stelle auch ein kleiner Transparenzhinweis von mir, weil ich habe mich ja auch aufstellen lassen, und von unserer Liste sind auch welche gewählt worden und sind jetzt auch in der Kammerversammlung. Und wir haben uns danach noch ein paar Mal getroffen und stehen noch so ein bisschen im Austausch. Ja, es ist wahrscheinlich total sinnvoll und für dich auch gut, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, okay. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir wissen, okay, die Kammer ist jetzt da. Jetzt wäre ja der logische nächste Schritt, erstmal zu fragen, was macht denn die Kammer überhaupt? Also was ist denn eigentlich deren Grund für ihre Existenz? Was sind ihre Aufgabenschwerpunkte und was kann sie Gutes oder vielleicht auch nicht Gutes für Pflegende tun, für ihre Mitglieder? Also das ist ziemlich viel. Und ich glaube, wir könnten alleine über die Aufgaben, den Nutzen und alles, was irgendwie dazugehört, was vielleicht noch in der Zukunft noch kommen könnte, glaube ich, auch eine Folge machen. Ich versuche es jetzt irgendwie runterzubrechen. Also was erstmal so die ganz grundlegende Aufgabe ist, die eben auch kein anderer wie eine Gewerkschaft oder ein Berufsverband abdecken kann, ist die Registrierung aller Pflegefachpersonen in ganz Niedersachsen, die eben unter diese drei Berufe fallen, wie ich sie schon gesagt habe. Das Ganze ist ja auch im Gesetz geregelt. Und diese Registrierung der Berufsangehörigen nennt sich dann am Ende Pflegefachberuferegister. Und das ist ein ziemliches Fund, weil das eben keine andere Institution so kann wie eine Kammer. Und wir haben schon einmal so eine Auswertung davon getroffen für das Jahr 2018. Und ich bin auch auf ziemlich vielen Infoveranstaltungen, und alles, was dabei rausgekommen ist, ist für die, die auf Station arbeiten, jetzt irgendwie keine Überraschung. Wir wissen, das Durchschnittsalter liegt bei 45, 38,5% der Pflegenden sind Ü50. Dann können wir uns kurz überlegen, was das in 15 Jahren bedeutet, wenn fast 40% von 90.000 ausscheiden. Und wenn man das den Politikern sagt, ist das einfach nochmal eine richtige Wucht, weil die das so nicht auf dem Schirm haben. Die wissen, Pflege ist weiblich, Pflege ist alt, und das war's. Hm. Mehr Gedanken machen sich darüber nicht, weil es eben keine Zahlen schwarz auf weiß gibt. Und was finde ich nochmal ganz spannend ist, für Niedersachsen, wir sind ja nun mal ein Flächenland, was wir auch nur über dieses Pflegefachberuferegister jetzt in Bezug auf das Flächenland auswerten konnten, ist, dass 1.000 Einwohner, also auf 1.000 Einwohner kommen 7,51 Pflegefachpersonen. Und wenn wir das kurz runterrechnen, also einfach nur eine Kommaverschiebung machen, sind das auf 100 Einwohner 0,75, also ein Dreiviertel Pflegefachperson. Und wir wissen von dieser Dreiviertel Pflegefachperson nicht, ob sie Vollzeit oder Teilzeit arbeitet. Das haben wir darin nicht ausgewertet. Mhm. Und das ist natürlich für die weitere Versorgung, auch im ländlichen Bereich,
einfach eine richtig krasse Aussage. Weil wenn wir jetzt wieder zurückgehen und uns überlegen, was das in 15 Jahren bedeutet, wenn diese Leute berentet werden oder vielleicht aufgrund von körperlichen Einschränkungen schon eher nochmal in eine Teilzeitanstellung gehen oder irgendwie eher aus dem Beruf ausscheiden, dann wissen wir, dass da irgendwann bald keiner mehr ist, der das versorgt. Und wir wissen auch, dass unsere Ausbildungszahlen nicht reichen, um diesen Bedarf zu decken. Und wenn man mit diesen Zahlen bei unterschiedlichen Treffen oder Gesprächen mit den Politikern auftrumpft, dann sind die immer ziemlich aus dem Häuschen, weil sie das echt so nicht wissen. Und dann merkt man, dass bei denen anfängt, irgendwas zu rattern. Und sie auch merken, dass sie in den letzten Jahrzehnten ziemlich geschlafen haben, was Pflege angeht. Und dann können wir die Brücke schlagen, was natürlich auch eine Aufgabe von Kammer ist, einfach mal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, was abgeht. Und zwar auf eine professionelle Art und Weise, die nicht nur komplett emotionalisiert ist, so wie man es natürlich irgendwie im privaten Bereich tut oder als Einzelperson gut tun kann. Aber wir können eben Fakten darlegen, wie es sein wird. Ja. Und was noch unsere Aufgabe ist, wenn ich jetzt einfach mal so weiter das alles runterrattere, ist natürlich die Sicherstellung einer professionellen pflegerischen Versorgung der Bevölkerung im Einklang mit den Interessen der Kammermitglieder. Also so steht es im Gesetz. Und wir können natürlich eine professionell pflegerische Versorgung der Bevölkerung nur sicherstellen, wenn Pflege dementsprechend auch gestärkt ist. Also mit 2 Pflegekräften oder einer 3/4 Pflegekraft brauche ich nicht 100 Einwohner zu versorgen. Das wissen wir, das wird nicht funktionieren. Das wissen wir auch jetzt schon, dass es scheitert. Vor allem jetzt auch in dieser besonderen Situation, die wir gerade haben, wird es auf jeden Fall sang- und klanglos scheitern, wenn wir nicht vorher irgendwie dagegen ansteuern. Ja, und das dauert halt alles, ne? Also es braucht alles Zeit. Wir versuchen darüber hinaus die beruflichen Interessen unserer Mitglieder wahrzunehmen. Und da kann ich nur nochmal sagen, wir 30 oder 31 in der Kammerversammlung versuchen da schon unsere Perspektiven mit reinzubringen und nicht nur das Krankenhaus zu beleuchten oder nur den ambulanten Bereich oder so, sondern eben alle Perspektiven, auch Reha, Schulgesundheitspflege, irgendwie sowas mit reinzubringen. Aber es ist eben schwer, wenn wir nur zu 30, also nur mit 30 Leuten unterwegs sind. Ja, wir wollen den Beruf professionalisieren. Es gibt ja auch Studien, die besagen, dass die Akademisierung, also je besser eine Pflegefachperson akademisiert oder qualifiziert ist, vielleicht auch ohne Akademisierung, desto geringer ist die Sterberate von Patienten. Da wollen wir hin. Wir wissen ja auch, dass die Akademisierungsrate einfach noch zu gering ist, also nicht den Empfehlungen entspricht. Wir definieren pflegerische Aufgaben und Kompetenzen. Das können wir unter anderem auch über eine Berufsordnung tun. Stichwort vorbehaltene Tätigkeiten. Ich finde, die Berufsordnung ist nochmal eine richtig schöne Aufgabe, die wir haben, weil wir da auch ordentlich was erreichen können. Also wir haben ein juristisches Gutachten, dass eine Berufsordnung am Ende dem Arbeitgeber gegenüber auch bindend ist. Also eine Berufsordnung legt ja fest, welche Rechte wir haben und welche Pflichten. Viele sagen immer, ja, da sind nur Pflichten drin geregelt, was wir alles machen müssen. Nee, da sind auch Rechte drin geregelt und mit denen kann man dann eben zum Arbeitgeber gehen und sagen, hier, in meiner Berufsordnung sieht das aber anders aus. Und anders machen es die Ärzte ja auch nicht. Also die würden halt niemals irgendwie eine pflegerische Tätigkeit übernehmen, weil sie wissen, es ist in ihrer Berufsordnung, die sie da haben, gar nicht definiert. Mhm. Was ich noch gut finde, wo wir auch schon auf einem ziemlich guten Weg sind, ist die Weiterbildung. Also wir haben eine Übergangsweiterbildungsordnung auf den Weg gebracht. Erstmal, um eine Lücke zu stopfen, weil wir am 01.01.19 diese Aufgabe übertragen bekommen haben. Man kann halt nicht innerhalb von einem Vierteljahr, was das war, also von August bis 01.01. irgendwie eine komplett neue Weiterbildungsordnung auf den Weg bringen. Deswegen haben wir die alte übernommen, ein paar Namen angepasst. Das mussten wir tatsächlich auch vom Ministerium aus. Und jetzt ist der Ausschuss Weiterbildung gerade daran, die Inhalte zu kreieren. Also natürlich werden auch alte Inhalte übernommen, aber natürlich auch komplett überarbeitet, weil es vorher eben nicht so war, dass Pflege ihre Weiterbildung komplett selbst gestalten konnte. Also da haben sämtliche andere Berufsgruppen mitgemischt, aber eben nicht die Pflege an sich. Mhm. Und das finde ich ist auch eine Chance, also dass wir sagen können, was soll Inhalt der Weiterbildung Anästhesie und Intensiv oder onkologische Pflege sein und eben nicht irgendwer anders. Ja, wir fördern die Qualitätsentwicklung und Sicherung durch unterschiedliche Empfehlungen und Leitlinien. Wir haben ja wir haben 6 verschiedene Ausschüsse, unter anderem auch einen Qualitätsausschuss, einen Weiterbildungsausschuss und einen Ausschuss für Berufsordnung. Dann
dürfen wir Gutachten erstellen und auch Gutachter, Gutachterinnen benennen. Wir werden genialerweise auch zu unterschiedlichen Gesetzesvorgaben angefragt im Namen von Verbandsanhörungen und können dazu dann Stellungnahmen abgeben. Und ein Gesetz, wozu wir angefragt wurden, ist das Gesetz, was einen unheimlich langen Namen hat. Deswegen kann ich es jetzt auch gar nicht wiedergeben. Es geht da auf jeden Fall um die baulichen Ausstattungen von Langzeiteinrichtungen in der Pflege, also von Altenheimen. Und dazu haben wir uns natürlich geäußert, weil ein Badezimmer zum Beispiel natürlich genug Platz braucht, um da mit dem Patienten bzw. Bewohner im Rollstuhl, wenn er im Rollstuhl sitzt, reinfahren zu können und ohne in der Tür stehen zu bleiben, ihn dann auch bei der Körperpflege unterstützen zu können, weil das eben, also in unseren Augen muss es möglich sein, vernünftig zu pflegen und dafür braucht man Platz im Bad. Und das haben wir da unter anderem mit reingeschrieben. Also jetzt ganz runtergebrochen, ganz einfach gesagt. Ja, wir haben insgesamt 6 Ausschüsse, unter anderem auch einen Ausschuss für Qualitätsentwicklung und Sicherung. Die erarbeiten zusammen mit dem Ausschuss für Pflege- und gesundheitspolitische Angelegenheiten auch Stellungnahmen zu anderen Gesetzesvorhaben, zu denen wir vielleicht gar nicht angefragt werden. Aber da wollen wir dann natürlich auch unsere Meinung zu sagen. Der Qualitätsausschuss erarbeitet in Zukunft Empfehlungen und Leitlinien, da sind die jetzt schon dran. Wir haben eine Ethikkommission auf den Weg gebracht, die sich um ethische Fragestellungen in der Berufsausübung kümmern wird. Die sind auch schon ordentlich am Arbeiten. Ja. Das sind ja jetzt ganz schön große Ziele irgendwie. Wie ist denn der Stand der Dinge? Also zum Beispiel hast du gesagt, eine Aufgabe ist, den Finger in die Wunde zu legen. Was würdest du sagen, wie gut gelingt das bisher? Jetzt gerade gelingt es ziemlich gut, würde ich sagen. Also vorher waren wir da ziemlich still und so ein bisschen zurückhaltend, weil man natürlich auch immer noch sagen muss, dass in Niedersachsen, also da hat Rheinland-Pfalz einfach eine komfortablere Situation. Die sind halt schon total gesettelt in ihrem Bundesland als Kammer. So ist es bei uns leider nicht, weil der Gegenwind auch einfach so groß war, dass wir auch innerhalb der Politik so ein bisschen aufpassen mussten. Das ist so eine Gratwanderung. Natürlich wollen wir sagen, wenn irgendwas schlecht läuft, was entgegen unserem Berufsethos ist, entgegen der Arbeitsbedingungen, die man eigentlich haben möchte, weil Hand aufs Herz, man kann nicht so arbeiten, dass man das, was man in der Ausbildung gelernt hat, auch anwenden kann. Und da muss man einfach die Dinger in die Wunde legen, weil es am Ende auch um Menschenleben geht. Ne? Also wir arbeiten ja nicht einen Stapel Papiere ab, direkt in der Pflege, am Bett, sondern es sind Menschen, um die es geht. Also es ist das Produkt, wie man es in der Industrie bezeichnen würde, ist halt bei uns ein Mensch. Und da, finde ich, muss man einfach nochmal anders fordern und agieren. Das ist eben so eine Gratwanderung in Niedersachsen, weil natürlich die Dinge, die umgesetzt werden, aus der Politik kommen. Und wir aber, ich will nicht von der Abhängigkeit sprechen, aber aufgrund dieses ganzen Drucks, der gemacht wurde, müssen wir einfach immer 2x drüber nachdenken, was wir sagen, ohne aber natürlich auch unsere Mitglieder vor den Kopf zu stoßen. Und jetzt in der aktuellen Situation rund um Corona haben wir jetzt so eine richtige Landingpage nochmal auf unserer Homepage gemacht, wo es um Corona geht und wo wir Stimmen aus der Pflege versammeln. Also wie es zum Beispiel in der Pflege läuft, was gerade fehlt, was überhaupt so abgeht und was diese Personen, die unsere Mitglieder zum Teil auch sind, was die für Forderungen haben. Und die untermalen dann auch unsere Forderungen. Also neben normaler Schutzkleidung, die für uns eigentlich selbstverständlich sein müsste, weil wir auch Menschen sind und uns selber schützen müssen, ist unsere Forderung eben auch nach einer Gefahrenzulage in der aktuellen Situation oder nach 4.000 Euro brutto. Das wird jetzt leider wahrscheinlich nicht umgesetzt werden, aber wir sind systemrelevant. Endlich haben es alle mal verstanden. Dafür musste diese Krise scheinbar erst kommen. Und ich finde, wir sind jetzt einfach in einer ziemlich komfortablen Situation als Pflegeberuf, um das jetzt auch weiterhin zu fordern. Und da ist natürlich in meinen Augen die Kammer ein ziemlich gutes Instrument, weil wir versuchen, oder unser Ziel ist es, die Situation der beruflich Pflegenden in Niedersachsen deutlich zu verbessern. Und also ich meine, schlimmer geht es ja schon fast nicht mehr. Ne? Ja, das ist wirklich. In Teilen. Du hast eben diese demografischen Aspekte angesprochen, die ihr über die Mitglieder habt. Und was ich ganz besonders nochmal herausstellen möchte, ist, dass die Kammer ja scheinbar einen weiten Spagat machen muss, weil es auf der einen Seite, wie du gesagt hast, darum geht, die Qualität der Pflege und auch die Professionalisierung der Pflege weiter voranzubringen, gleichzeitig aber auch darauf hinzuweisen,
dass die aktuelle Lage nicht ausreicht, um die Gesellschaft entsprechend zu schützen und zu pflegen. Und mit euren Daten habt ihr das ja sehr gut dargestellt, so gerade wie du es auch nochmal erklärt hast. Und da möchte ich den Blickwinkel einfach nochmal darauf legen, dass eine Kammer eine Institution ist, die letztlich Lücken aufdecken kann, wo eine Unterversorgung stattfindet. Und das finde ich ganz besonders wichtig, weil man dann eigentlich noch viel mehr die Kammer legitimieren müsste. Wie soll ich das sagen? Weil es eben nicht allein darum geht, Pflege zu verbessern, sondern auch die Versorgung der Gesellschaft sicherzustellen. Und ich finde, dass das eine Aufgabe ist, die bisher nicht stattfinden konnte, weil es ja bisher keine konkreten Zahlen gab. Und also mir geht es gerade darum, diesen Blickwinkel einfach mal zu verändern, dass man nicht immer sagt, Kammer ist irgendwie nur für Pflegende und die macht aber nichts und sie verfehlt ihre Aufgaben oder ist gar nicht mit entsprechenden Aufgaben ausgestattet, sondern es geht auch darum, die Daten, die die Kammer hat, Rückschlüsse über die Versorgungslage der Gesellschaft zu ziehen. Und dann sind wir bei einer ganz anderen Thematik eigentlich, weil dann geht es ja darum zu sagen, die Versorgung der Gesellschaft ist nicht mehr sichergestellt. Wir als Kammer können etwas dagegen tun, so, weil wir wissen, wo sind unsere Leute, wer sind unsere Leute und welche Strategien können wir jetzt anwenden, um dieser Lage Herr zu werden. Und das finde ich einen ganz besonders wichtigen Punkt und der in den Köpfen auch reinkommen muss, dass es nicht nur darum geht, irgendwie, dass man Pflegende ärgert, sondern dass man dafür Sorge trägt, dass wir einfach eine gesunde Gesellschaft haben. Das wollte ich nur nochmal irgendwie herausstellen. Ja, und wir können mit unseren Daten auch einfach deutlich machen, dass Hannover zum Beispiel überdurchschnittlich gut versorgt ist, was die Anzahl an Pflegefachpersonen angeht. Aber Lüchow-Dannenberg, also der Kreis Lüchow-Dannenberg, ist mau. Also da gefühlt arbeitet da niemand mehr in der Pflege, weil da so wenige sind. Was mir noch wichtig ist, wir können sagen, wo sind die Leute, die nicht mehr direkt am Patienten arbeiten. Also das muss man vorher auch wissen. Mitglied der Pflegekammer ist ja zum Beispiel auch die Schulleitung einer, jetzt heißt es ja Berufsfachschule Pflege, oder der Dozent einer Hochschule, der Pflege unterrichtet, jetzt nur so als plakative Beispiele, die arbeiten gar nicht mehr direkt am Patienten oder am Bewohner, sind aber trotzdem Mitglieder. Und wir können eben mit diesen Daten sagen, wer arbeitet direkt am Bett, wen haben wir da? Und wir wissen ja auch, dass es viele gibt, die eben aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr direkt am Bett arbeiten. Und ich finde, das ist jetzt auch in der aktuellen Krise, zeigt sich wieder, ja, wir können irgendwie alle in die Pflege holen. Es sind ja so viele, die diesen Beruf haben, ja, aber es gibt eben auch viele, die gute Gründe haben, warum sie es nicht mehr machen, weil sie Arbeitszeiten haben, die sich mit ihrer Familie nicht vereinbaren lassen, weil sie als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern von dem Gehalt einer Altenpflegerin ihre Kinder nicht ernähren können oder weil es halt super knapp ist und sie deswegen umgesattelt haben, weil sie es körperlich nicht mehr können. Also das wird halt häufig auch vergessen. Sie machen das, sie sind nicht gegangen, weil der Beruf irgendwie so doof ist, sondern sie sind gegangen, weil sie es einfach nicht mehr können, aus den unterschiedlichsten Gründen, sei das jetzt finanziell oder körperlich. Und das wissen die halt auch. Und diese Forderungen stellen wir auch zum Beispiel nach familienfreundlicheren Arbeitszeiten, nach anderen Arbeitszeitmodellen, nach verlässlichen Dienstplänen. All das braucht es ja, um auch mehr Leute wieder zurückzugewinnen oder die Leute, die wir haben, erstmal zu halten. Und das ist natürlich erheblich wichtig, um die Versorgung sicherzustellen. Und wenn man sich mit unterschiedlichen Leuten unterhält, dann muss man denen auch erstmal deutlich machen, ja, wenn du jetzt, Stand heute, gesund bist, dann kratzt sich das alles nicht. Aber wenn du in 20 Jahren pflegebedürftig bist, ja, dann guckst du in die Röhre, weil du einfach auch keinen Heimplatz mehr kriegst. Weil da halt niemand ist. Die haben vielleicht leere Betten da stehen, aber keinen, der sie versorgt. Da muss ich aber nochmal kritisch nachfragen. Ja. Weil natürlich ist es richtig, dass ihr das fordert. Jetzt ist aber die Frage, welche Möglichkeit habt ihr denn auch an der Umsetzung teilzuhaben, beziehungsweise diese Umsetzung überhaupt auch zu gestalten? Naja, das ist natürlich auch wieder nicht von heute auf morgen, was ja irgendwie auch das Problem ist. Am liebsten würden wir morgen mit zwei Leuten einen Bereich im Krankenhaus zum Beispiel betreuen und nicht alleine, ne, mit, ich sage jetzt mal, 15 Patienten. Also es ist wichtig, der Politik die Konzepte aus den Best-Practice-Beispielen zu zeigen, damit es da für kleinere Einrichtungen oder
Einrichtungen, die sich es finanziell nicht leisten können, eine Unterstützung gibt. Dass jeder weiß, es gibt schon Einrichtungen, die vielleicht eine Verlässlichkeit von der Dienstplanung schon erreicht haben und das alles sicherstellen können, dass die Leute da vernünftige Dienstzeiten haben, die auch eingehalten werden und eine weitreichende Planung haben mit ihrem Dienstplan. Aber das kann halt vielleicht nicht jedes Haus, weil sie nicht wissen, wie man es macht. Das kann ja auch einfach sein, weil sie noch nicht auf die Nonplusultra-Lösung gekommen sind. Und das muss man eben in die Häuser bringen. Welchen politischen Einfluss hat denn jetzt aber die Kammer? Also du hast jetzt, also ich frage deshalb, weil ich das ganz gern mal irgendwie so ein bisschen konkret mal irgendwie darstellen möchte. Weil du hast vorhin, wie gesagt, das mit den Forderungen erwähnt und dann natürlich auch eben gerade, dass ihr Lösungswege aufzeigen könnt, weil ihr entsprechend auch die Daten habt. Aber welchen politischen Einfluss hat jetzt die Kammer? Sie hat keinen Sitz im GBA, dort, wo eigentlich ja die Gesetze gemacht werden. Und da muss man ja mal die Frage stellen, sie ist zwar Körperschaft öffentlichen Rechts und hat damit auch die staatlichen Aufgaben erhalten, aber eigentlich kann sie diese staatlichen Aufgaben nicht wahrnehmen, weil sie politisch eigentlich ja nicht wichtig genug ist, sage ich mal. Ist das richtig? Es sind ja zwei unterschiedliche Aspekte. Einmal Bundesebene, GBA. Da sind wir dran mit der Bundespflegekammer, die ja aus den drei bestehenden Pflegekammern und dem Deutschen Pflegerat besteht. Also da sind wir dran, um einen Sitz zu kämpfen quasi. Das wird aber, denke ich, also vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube schon, dass es noch ein Weilchen dauert, bis wir uns den erarbeitet haben. Und das andere, die staatlichen Aufgaben, können ja nur auf Länderebene übertragen werden. Und da sind wir schon dran. Also Weiterbildung zum Beispiel haben wir schon komplett übernommen. Also wenn jetzt jemand eine Weiterbildung abschließt, bekommt er von uns zum Beispiel die Urkunde und muss über uns zugelassen werden. Und wir sitzen zwar noch nicht darin und sagen, okay, du hast jetzt hier eine 1 in der Prüfung gemacht. Soweit sind wir noch nicht, aber wir sind halt auf dem Weg dahin. Mhm. Und das, finde ich, ist schon wichtig. Und wir sitzen ja auch auf niedersächsischer Ebene und so ist es in den anderen Länderkammern ja auch, sitzen wir schon in den ganzen Gremien. Also wir sitzen jeden Montag in der Enquete-Kommission und tragen da unseren Teil zu bei, dass es da nicht nur um die Medizin an sich geht, sondern eben auch um die Sicht der Pflege. Wie sollte die Notfallversorgung die Versorgung, also die ländliche Versorgung, wie soll das aus Pflegesicht gestaltet werden? Da sind wir mit dran. Und ziemlich viele andere Gremien auch. Ich kann sie jetzt nicht aus dem Kopf alle auflisten, weil es mittlerweile ziemlich viele sind, aber sie sind auf der Homepage aufgeführt und da kann man einfach mal gucken, wo ist Kammer beteiligt und wo mischt Kammer schon mit. Weil sonst war es halt immer so, dass da kein Pflegevertreter aus einer Kammer saß. Also wenn überhaupt aus dem Niedersächsischen Pflegerat. Oder vielleicht gerade so aus dem DBFK, also dem größten Berufsverband für Pflegende. Mhm. Aber nie aus irgendeiner Kammer. Also das Argument, die Kammer hätte keinen politischen Einfluss, stimmt damit nicht? Nee, absolut nicht. Wir, wie schon gesagt, wir mischen bei den Gesetzgebungsverfahren mit oder wir werden halt angefragt, uns zu irgendeinem Gesetz zu äußern, eine Stellungnahme dazu abzugeben und wir sitzen eben mit unserer Fachexpertise in den Gremien und gestalten da auch mit. Und das sind eben schon ziemlich viele. Also die Liste wird immer länger, je mehr Gremien, also es kommt ein neues Gremium und wir werden mittlerweile angefragt. Und wenn wir nicht angefragt werden, gehen wir da hin und sagen, Leute, wir wären gerne dabei, weil wir die Pflege vertreten. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Krisenstab für Corona in Niedersachsen, haben wir auch drum gekämpft. Jetzt haben wir gestern an der ersten Telefonkonferenz dazu teilgenommen. Ich finde, das ist schon was. Geht halt auch nicht von heute auf morgen, das ist so doof. Bei eurer Arbeit, wie grenzt ihr euch denn da von der Gewerkschaft und den Berufsverbänden ab? Ja, also Gewerkschaft ist ja ziemlich einfach. Wir können keine Tarife verhandeln. Also das ist ja, Tarifautonomie liegt bei den Gewerkschaften. Das können wir nicht, das ist nicht unser Auftrag. Wollen wir auch gar nicht, weil es dafür Gewerkschaften gibt. Aber ich finde trotzdem, wir sollten mit der Gewerkschaft zusammenarbeiten, weil wir einfach den inhaltlichen Input liefern können. Also zum Beispiel angenommen in ganz Niedersachsen würde die onkologische Pflege oder Anästhesie- und Intensivpflege mit Fachweiterbildung nicht im Tarifvertrag abgedeckt sein, mit einer höheren Vergütung, würden wir sagen, Gewerkschaft, das hier sind die Inhalte, die machen mehr, die können mehr, deswegen kriegen sie jetzt auch mehr Geld. Nur so als ganz plattes Beispiel, also da können wir halt mit Inhalten punkten. Und Berufsverbände sind eine Interessenvertretung, aber keine Berufsvertretung. Also es ist ja auch eine freiwillige Mitgliedschaft, da sind einfach nicht alle registriert. Da kann sich derjenige registrieren, der daran Interesse hat, der da vielleicht mitwirken möchte oder der sagt, ein Berufsverband ist für mich persönlich einfach wichtig. Aber wir wollen mit allen zusammenarbeiten, weil nur so die Pflege irgendwie
ja, vernünftigen Background hat, damit da ein bisschen mehr passiert. Auf Landesebene mit der Körperschaft des öffentlichen Rechts, ist es da so zu verstehen, dass das Land damit die Verantwortung für den Pflegeberuf und auch so ein Stück weit für die Versorgung abgibt an die Kammer? Kann man das so sagen? Ich glaube, das würden Sie gerne. weil Pflege, glaube ich, schon immer ein ziemlich unleidliches Thema war, aber können Sie ja gar nicht komplett abgeben. Also wir haben ja zum Beispiel Ausbildung und Fortbildung ist uns ja nicht staatlich übertragen. Also das Zeugnis für wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, kommt immer noch vom Landesamt für Soziales, also vom Ministerium sozusagen, vom Land dementsprechend und nicht von uns. Das heißt, Sie können nicht alles abgeben, weil Sie eben noch vieles bei sich verortet haben. Vielleicht sind wir in 20 Jahren oder vielleicht schon in 5 Jahren aber weiter, dass wir viel, viel mehr haben, was uns als staatliche Aufgabe übertragen wird. Und dann könnte man nochmal drüber reden, ob sie sich da rausziehen können. Am Ende denke ich aber auch nicht, weil vieles ja auch über das Land, also Gesetze, Regelungen, Ermächtigungen, das läuft ja alles noch übers Land. Okay. Und da können sie sich nicht komplett rausziehen. Wer muss denn jetzt Mitglied werden in der Pflegekammer Niedersachsen? Alle Pflegefachpersonen, die in der Altenpflege, also jetzt ja nach neuem Gesetz auch in den die Berufsbezeichnung Pflegefachperson tragen, aber eben auch die Älteren, also die vor dem 01.01.2020 den Beruf abgeschlossen haben, dementsprechend Altenpflegerinnen, Altenpfleger sind, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Pfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Pfleger und auch die Krankenschwestern und Krankenpfleger, weil der Name ja einfach übernommen wurde, wenn ich das jetzt so platt ausdrücken kann. Die sind Mitglied und da sind die Personen Mitglied, die also so steht es im Gesetz, die Fähigkeiten und Wissen aus ihrer Ausbildung anwenden. Dementsprechend also auch diejenigen, die vielleicht nicht mehr direkt am Patienten arbeiten. Also zum Beispiel in der Hochschule Dozenten sind oder so. Mhm. Oder Lehrer in der Pflegefachschule. Also Berufsfachschule Pflege heißt es ja jetzt. Mhm. Ja. Ich bin auch Mitglied, obwohl ich nicht in der Pflege arbeite. Das mal als Beispiel. Ich bin ja im Institut für Pflegewissenschaft, wissenschaftlicher Mitarbeiter und trotzdem Mitglied der Pflegekammer Niedersachsen. Muss ja auch sein. Ja, weil Pflege viel weiter definiert ist. Also man vergisst halt schnell, dass Pflege mehr ist als nur irgendwie am Bett Essen anreichen oder so oder bei der Körperpflege unterstützen. Pflege ist halt auch Wissen zu vermitteln, Beratungstätigkeiten, Prävention, in einer Reha-Einrichtung arbeiten, für das Entlassmanagement sorgen. Das ist alles Pflege und das geht vor allem auch in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft total unter. Wie oft werden wir einfach nur abgestempelt als die, die ein bisschen waschen und uns um Ausscheidungen kümmern. Aber so ist es halt nicht. Jetzt gibt es ja auch Leute, die viel mit Pflegehelferinnen und Helfern im Wohnbereich oder auf Station arbeiten. Und da kommt ja auch manchmal das Argument, wer setzt sich denn für die Leute ein? Die sind ja nicht in der Pflegekammer inbegriffen. Warum ist das so? Weil es nach Gesetzeslage erstmal kein Mitglied ist. Da können wir auch gar nichts für. Das wird uns ja häufig auch vorgeworfen. Und es geht eben um die Heilberufe, also um die dreijährig Examinierten sozusagen. Und da fallen die Pflegehelferinnen und Helfer weg, aber sie können freiwillige Mitglieder sein. Das haben wir aber leider noch nicht geregelt. Das kann ich direkt dazu sagen. Da sind wir aber dran, das erarbeiten wir. Genauso wie dann auch Auszubildende freiwillige Mitglieder sein können. Und da können wir tatsächlich auch nicht den Bogen weiter fassen, dass irgendwie auch Rentner freiwillige Mitglieder sein möchten oder können. Da kamen ja auch schon ein paar Anfragen zu. Das geht aber nicht, weil auch das im Gesetz geregelt ist. Da können wir nicht gegen verstoßen. Mhm. Also wir können das nicht weiter fassen, weil es eben so eng gezurrt ist. Die nächste Frage, die ich stellen würde, wäre, wie hoch ist der Beitrag? Finde die Frage aber tatsächlich zu platt. Weil ich nochmal zurückblicken möchte auf das berühmte Jahr 2018, Weihnachten. Und da sind ja Mitgliedsbescheide rausgegangen. Ihr hattet damals einen Höchstbetrag festgesetzt, der zu entrichten ist, es sei denn, man sagt, wie viel man eigentlich verdient und wird dann entsprechend seines Verdienstes eingruppiert. Kannst du da nochmal erklären, wie ist es eigentlich dazu gekommen und wie ist das eigentlich zu verstehen? Also das ist auch immer ein bisschen, also es ist ziemlich umfangreich, das sage ich auch immer auf den Informationsveranstaltungen, wo ich bin. Erstmal wissen wir selber, dass es uncool war, vor Weihnachten einen Beitragsbescheid zu verschicken. Ja. Haben wir uns für entschuldigt, tue ich jetzt an dieser Stelle nicht nochmal, sondern erkläre, warum das so gekommen ist.
Also in der Beitragsordnung ist festgelegt, dass 0,4% des steuerpflichtigen Jahreseinkommens zugrunde gelegt wird. Wir nehmen jetzt einfach mal ganz platt 30.000 Euro Jahresgehalt. So, die können abzüglich der Werbungskosten entweder die individuellen Werbungskosten, also 2.000 Euro, oder die Werbungskostenpauschale 1.000 Euro veranschlagt werden. Das heißt, man nimmt diese 30.000 Jahreseinkommen minus 2.000 Euro individuelle Werbungskosten, ist man schon nur noch bei 28.000 Euro, die man da in dieser Selbsteinstufung zugrunde legt und davon 0,4%. Diese 0,4% wurden vom Errichtungsausschuss gewählt, weil gesagt wurde, der Pflegedirektor ist, also es muss gerecht sein, deswegen 0,4% und nicht jeder zahlt 5 Euro im Monat oder so. Weil der Pflegedirektor zum Beispiel, der vielleicht mit 70.000 Euro oder 100.000 Euro nach Hause geht, genauso Mitglied ist wie die Teilzeitpflegefachperson, die mit 20.000 nach Hause geht. Und dann wäre es halt unfair, wenn die Person mit weniger Einkommen 5 Euro zahlt, aber die Person mit hohem Einkommen auch 5 Euro bezahlt. Und deswegen wurde eben gesagt, 0,4%, weil das ist dann gerecht. 0,4% von wenig ist wenig und 0,4% von viel ist halt mehr als von wenig Gehalt. Deswegen wurde sich dafür entschieden. Und jetzt gibt es im Verwaltungsverfahrensgesetz, dem wir unterliegen, ziemlich viele Regularien, die man dafür einhalten muss. Also man braucht, um 0,4% als gerechtes Mittel verwenden zu können, braucht man eine Deckelung, eine Obergrenze. Und da wurde eben diese 70.000 wurden da zugrunde gelegt. Und das hat natürlich viele erschrocken, weil wir auch wissen, die normale Pflegefachperson auf Station oder im Wohnbereich irgendwo, die verdienen halt nicht so viel. Aber wir wollen ja auch den Pflegedirektor annähernd gerechter zu behandeln. Und ich glaube, dass die manchmal auch deutlich mehr als das, was wir da veranschlagt haben, verdienen pro Jahr. Deswegen erstmal das. Und wir mussten das da auch mit reinnehmen als Erklärung, weil das von den Juristen uns so vorgegeben wurde. Sonst hätten wir keinen rechtskräftigen Bescheid ausgestellt, wenn das gefehlt hätte. Mhm. Und fehlender rechtskräftiger Bescheid sorgt dafür, dass wir am Ende keine Beiträge einziehen. Mhm. Oder also einziehen ist ja falsch, überwiesen bekommen. Mhm. Ich finde es gut, dass du das nochmal so genau und detailliert beschrieben hast. Ich glaube, das ist nie verstanden worden, oder? Ja, das Gefühl habe ich auch. Also wir haben das ja auch in diesen Entschuldigungsschreiben, meine ich, ich kann mich jetzt auch falsch erinnern, meine ich, haben wir das auch beschrieben, warum das so ist. Natürlich kann man das da einfach auch nicht in dieser Gänze beschreiben, weil es eben dann auch keiner mehr liest. Das muss man einfach so sagen. Also wer liest, wenn er schon enttäuscht wurde, irgendwie nochmal einen 3-Seiten-Brief? Ja. Niemand. Deswegen wurde es da einmal kurz abgerissen. Wenn ich das auf meinen Infoveranstaltungen erkläre, sagen alle, ja gut, ist scheiße gelaufen, aber macht jetzt irgendwie auch Sinn. Dann versteht man es halt, aber man braucht diese Erklärung. Und das ist ein Fehler, den wir begangen haben, dass wir nicht, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein das jetzt gemacht hat, die haben vorher so einen Infobrief rumgeschickt und gesagt, hier Leute, da kommt was und das müssen wir machen, weil. Und da ist, glaube ich, die Akzeptanz noch nicht zu 100% da, aber schon mal deutlich höher als bei uns. Ja, das hätten wir machen sollen. Haben wir nicht, können wir jetzt leider nicht mehr ändern. Wir müssen jetzt halt irgendwie versuchen, das zu erklären. Am Ende ist es momentan sowieso egal, weil wir aktuell gar keine Beiträge erheben. Ja. Wir kriegen ja diese Landesförderung sozusagen. Mhm. Unabhängig davon, ob ihr jetzt Mitgliedsbeiträge erhebt oder nicht, finde ich es trotzdem nochmal wichtig, weil das ein Hauptkritikpunkt gewesen ist. Und wie du schon sagst, es ist wahrscheinlich nicht flächendeckend verstanden worden. Die Leute, die ihr auf euren Veranstaltungen trefft, das sind ja in der Regel Leute, die auch ein Interesse an der Kammer haben und auch informiert werden wollen. So. Und ich finde es eigentlich ziemlich intelligent zu sagen, okay, wir haben dadurch, dass wir eine verschiedene Mitgliederstruktur haben, müssen wir auch deren unterschiedlichen Einkommen fair berücksichtigen. Und was ich daran erschreckend finde, ist, dass die Leute, die diese Kritik geübt haben, überhaupt nicht oder auch gar nicht versucht haben zu verstehen, dass es nicht um 70.000 Euro geht, sondern um 0,4%. Und das ist die eigentliche Hauptaussage, die dahinter steht. Und mit den 0,4% ist man immer noch niedriger, als wenn man in eine Gewerkschaft eintreten würde.
Absolut, ja. Ich finde es auch total schade. Ein Fehler daran war vielleicht von uns, dass wir es direkt im ersten oder zweiten Satz geschrieben haben. Weil, also viele sagen ja auch immer, es kam so als Drohung rüber und wie kann man sowas schreiben? Ihr habt doch keine Ahnung. Ja, wir hätten vielleicht sagen sollen, liebe Leute, wir nehmen 0,4% und zwar von jedem und nicht 5 Euro pauschal, weil wir eben so eine Mitgliederstruktur haben. Vielleicht wäre das besser angekommen. Ja gut, ja. Bringt jetzt nichts, ja, wie du schon sagst, man muss sich dafür einfach nicht mehr entschuldigen, dass alles passiert und das Ding, was ich glaube, ist aber, dass immer dieser emotionale Effekt bis heute einfach ausgespielt wird, auch wenn er vielleicht nicht mehr so vorhanden ist, wie es damals gewesen ist, aber er wird jetzt immer wieder genutzt. Na gut. Ich fand das jetzt auch nochmal richtig interessant, was du so erzählt hast und die Begründung und so weiter. Was wird denn mit den Beiträgen finanziert, beziehungsweise ja jetzt mit den Landesmitteln, damit man einfach mal nachvollziehen kann, okay, wofür zahle ich denn da überhaupt? Es gibt so eine Aufstellung auf der Homepage, um zu gucken, weil diese Frage natürlich häufig kam, gibt es diese Aufstellung, um zu sehen, wofür geht welches Geld irgendwie drauf? Also natürlich haben wir Personal in der Geschäftsstelle. Das wird nach TVL bezahlt. Also viele sagen ja, die sind da alle im Elfenbeinturm und die Leute verdienen sich da eine goldene Nase, die da arbeiten. Nee, ist nicht so. Die sind alle nach TVL eingruppiert. Diese Eingruppierung haben wir von einer externen Firma auch überprüfen lassen, ob wir da alles richtig gemacht haben. Das stimmt alles so, wie man es nach TVL machen würde. Also ich kann alle beruhigen, die haben ganz normale Gehälter. Ja, dafür geht natürlich Geld drauf. Dann für Raummieten. Wir zahlen Versicherungen, die man zahlen muss als Unternehmen. Also es ist halt wie so ein Start-up und die Kammer ist halt auch wie jedes andere Unternehmen auch. Also wir müssen Krankenversicherungsbeiträge zahlen, also alles, was der Arbeitgeber an Sozialversicherung abgeben muss. Dann die Gehälter, die Raummiete, sowas wie eine Reiseversicherung hört sich jetzt auch wieder so hochtrabend an, aber unsere Mitarbeiter fahren ja auch zu Infoveranstaltungen, da müssen sie halt versichert sein, dann kriegen die dafür auch das Spritgeld erstattet und ich hoffe, das ist einfach, also ich finde, als aus Arbeitgeberperspektive ist das Pflicht, das zu tun. Also wir erleben ja in der Pflege immer wieder, wie schlecht Mitarbeiter behandelt werden und wir haben halt von Anfang an gesagt, das möchten wir mit unseren Mitarbeitern nicht so handhaben. Wir möchten, dass sie gut behandelt werden und für ihre Umstände, die sie haben, wie zum Beispiel von Hannover nach Osnabrück oder so zu einer Infoveranstaltung zu fahren, da sollen die den Sprit nicht aus eigener Tasche bezahlen. Da kriegen die natürlich Spritgeld für. Und das kriegen sie auch nicht irgendwie nach Gutdünken. Nein, das müssen sie auf einem Formular einreichen. Das ist auch wie im Ehrenamt. Das wird nach dieser Reisekostenerrechnung bezahlt, die auch die Kommunen abrechnen würden. Also mit 0,3, also 30 Cent pro Kilometer kann man da irgendwie abrechnen. Und da kommt ja dann auch die Abnutzung vom Auto mit rein und so. Wir haben nämlich auch keine Geschäftsstellenfahrzeuge. Also die Mitarbeiter nutzen ihre privaten Autos. Ja, Kosten fürs Ehrenamt fallen damit rein. Also jede Sitzung, die wir veranstalten, die nicht in unseren Räumlichkeiten stattfindet, kostet Geld. Also die Raummiete dafür. Mittlerweile sind wir ja umgezogen und haben jetzt die Möglichkeiten, da auf jeden Fall Geld zu sparen, weil wir eben einen großen Sitzungssaal haben. Wir haben festgestellt, dass der auch so ziemlich an seine Grenzen kommt, wenn die ganze Kammerversammlung da drin sitzt und eben auch noch Zuhörer. Da denken wir uns jetzt aber auch gerade was aus, damit das besser wird. Dann gibt es für die Kammerversammlungsmitglieder eine Aufwandspauschale und da will ich jetzt hier auch transparent sein. Ich kriege 1250 Euro. Da denken jetzt alle, boah, ist richtig viel Geld. Wirkt erstmal so, muss ich aber auch versteuern mit 30%. Also bleibt halt auch schon mal nicht mehr so viel bei über. Und ich habe dafür halt meine Arbeitszeit reduziert, um das überhaupt irgendwie schaffen zu können. Also ja, ich muss das halt irgendwie auffangen, in meine private Rentenversicherung einzahlen, um das irgendwie auch in der Rente aufzufangen, dass ich jetzt weniger arbeite und so. Und wir sitzen da ja alle in unserer Freizeit. Also die wenigsten von uns sind dafür freigestellt. Ich glaube, mittlerweile ist niemand freigestellt. Genau, einer hat den Arbeitgeber gewechselt, der wird nicht mehr freigestellt. Ja, das sind da, also man sitzt da an... Wenn andere Urlaub machen, sitzen wir da. Wenn andere frei haben und im Garten irgendwie rumwerkeln, sitzen wir da, weil wir eben unsere Freizeit dafür aufgeben. Das ist nun mal mit einem Ehrenamt so. Und wir kriegen auch eine Fahrtkostenpauschale, dass wir eben nicht alles aus eigener Tasche finanzieren. Ja, was wird noch bezahlt? Veranstaltungen für die Mitglieder. Also wir hatten für den Ausschuss Berufsordnung, der die Berufsordnung erarbeitet, hatten wir unterschiedliche
Juristen bei Veranstaltungen, also einen Juristen und unterschiedliche andere Dozenten sozusagen, die da Vorträge gehalten haben. Die kosten Geld. Zum Glück haben wir mittlerweile Kooperationspartner, die uns die Räume in den unterschiedlichen Städten kostenlos zur Verfügung stellen. Mhm. Also ein riesiges Danke an alle, die das hören, weil das zum Teil echt nochmal eine ordentliche Hausnummer an Mieten oder Raum, also an Raummieten ist, was da geleistet werden muss. Das kriegen wir aber zum Teil wirklich kostenlos, das ist super. Infomaterial, zum Beispiel den Bericht zur Lage der Pflegefachberufe zu drucken, kostet Geld. Und dann müssen wir gesetzlich verpflichtet ein Mitteilungsblatt rausgeben. Und das können wir tatsächlich auch nicht per E-Mail verschicken, sondern es muss per Post zugestellt werden, weil wir nicht von jedem eine E-Mail-Adresse haben. Und wenn wir sie haben, dürfen wir sie für diese Zwecke laut DSGVO gar nicht nutzen. Also es muss per Post zugestellt werden, das kostet auch Geld. Das ist halt, ja, das sind ja keine Pillebeträge irgendwie. Das ist halt immer alles mal 90.000, ne? Weil wir eben so viele Mitglieder haben. Das sind halt einfach Kosten, die da, die vorhanden sind. Ja, und so kann man, also da zählen jetzt noch so kleine Kleckerbeträge zu, die man sich auch auf der Homepage in Ruhe nochmal durchlesen kann. Mhm. Ja. Achso, und die Ausschussarbeit natürlich auch, ne? Wenn jetzt der Ausschuss Berufsordnung oder der Ausschuss Weiterbildung irgendwie ein Infomaterial zu seinem Ausschuss macht, weil sie mit der Weiterbildung schon so weit gekommen sind oder mit der Berufsordnung, dann kostet das natürlich auch Geld. Und dafür wird es aufgewendet. Und was habe ich davon als Mitglied? Also wenn ich jetzt einen Beitrag bezahle, wie ist das mit der Weiterbildung, hast du gesagt, wird von euch geregelt? Oder auch die Anerkennung der Berufsbezeichnung? Also was ist mein Benefit daraus? Also Anerkennung der Berufsbezeichnung nach der Ausbildung machen wir ja nicht. Das macht das Land immer noch, das ist uns noch nicht übertragen. Aber Weiterbildung machen wir ja. Ja, Benefit für die Mitglieder, die haben endlich mal eine Weiterbildung, die von Pflege gestaltet wurde und nicht von der Deutschen Krankenhausgesellschaft oder von der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft oder von den Ärzten, sondern wirklich von Pflege. Weil Pflege weiß, was man in der onkologischen Fachweiterbildung braucht an Wissen, um irgendwie den Patienten vernünftig zu versorgen. Also klar, man braucht vielleicht auch ärztlichen oder medizinischen Input, um gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Da will ich auch gar nicht gegensprechen und ich will denen jetzt auch hier gar keine Kompetenzen absprechen oder irgendwie so ein Ärztebashing machen oder so. Aber wenn man sich die Ärzte nur als Beispiel anguckt, die würden sich niemals gefallen lassen, dass eine Pflegefachperson da in irgendeiner Weiterbildung, Fortbildung, irgendwas anderes von denen drin rumfuscht. Aber in der Pflege gab es halt nie irgendjemanden, der es nur rein aus der Pflege auf die Beine stellen konnte. Also war halt die ärztliche Profession da. Und das ist ja auch gut, dass sie da so einen Aufschlag gemacht haben. Viel besser ist aber, dass wir jetzt kommen, um zu sagen, ja gut, das ist super, aber wir wollen eben noch mehr pflegerischen Input und nehmen deswegen medizinische Anteile raus oder andere Teile, also wirtschaftliche Aspekte vielleicht ein bisschen geringer, damit Pflege einfach mehr Raum hat. Weil wir eben als eigene Profession wissen, was unsere Bewohner, Patienten, wie auch immer, was die brauchen, weil wir es eben tagtäglich machen. Ja. Ja, und weiterer Benefit zum Beispiel, noch zur Berufsordnung, also Professor Dr. Rossbruch hat zum Beispiel Vorträge gehalten und der hat nochmal ganz deutlich gemacht, was genau die Berufsordnung kann. Also das war uns vorher, glaube ich, auch allen nicht so unbedingt deutlich, dass man wirklich die Berufsordnung nehmen kann, zum Arbeitgeber gehen kann und sagen kann, so nicht, meine Berufsordnung regelt das und entweder ihr macht das oder wir haben ein Problem miteinander. Wie weit sind da jetzt die Ausführungen zur Berufsordnung in Niedersachsen? Also es haben mehrere Runden mit den Mitgliedern stattgefunden. Dem Ausschuss oder uns auch war es total wichtig, dass man nicht gemeinsam am Tisch sitzt und mit 6 Leuten irgendwie eine Berufsordnung zusammenklöppelt, sondern dass man da wirklich den Mitgliedern die Chance gibt, sich einzubringen. Dazu gab es 3 Runden in ganz Niedersachsen mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten. Der erste Veranstaltungsturnus war im Rahmen eines World Cafés. Da konnte jeder sich mit einbringen. Was ist also so die Grundlagen? Was ist das überhaupt? Was möchte ich darin geregelt haben? In der zweiten Runde, die auch über ganz Niedersachsen verteilt stattgefunden hat, ging es dann um Delegation. Was können wir delegieren? Was kann uns delegiert werden? Was möchten wir nicht delegieren? Was ist eine vorbehaltene Tätigkeit? Diese beiden Runden wurden wissenschaftlich ausgearbeitet. Diese ganzen Auswertungen sind jetzt, meine ich, fertig und können da jetzt auch endlich mit einfließen. Und in der dritten Runde gab es dann eben Professor Dr. Rossbruch, Friesinger war dabei, die haben dann eben
unterschiedliche Themen einer Berufsordnung nochmal beleuchtet. Und jetzt ist der Ausschuss daran, eine Grundlage zu erschaffen, also dass wir irgendwie so ein Grundgerüst einer Berufsordnung haben. Und dann wird es in Zukunft noch eine Umfrage geben unter allen Mitgliedern, damit wirklich jeder auch, also eine Online-Umfrage, damit jeder da auch nochmal die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen, weil wir immer noch das Problem haben, wie wir zum Beispiel die Insulaner mit ins Boot bekommen. Da können wir nicht mal ebenso hinfahren und die können nicht mal ebenso aufs Festland kommen, um zu einer 2,5-stündigen Veranstaltung zu kommen. Mhm. Aber da arbeiten eben auch niedersächsische Pflegefachpersonen, die Mitglied sind. Und über die Online-Umfrage haben wir eben die Chance, dass da jeder sich nochmal zu Wort melden kann. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt gut besprochen. Es ist dann vom Land die ausgebliebene Anschubfinanzierung ja nochmal gemacht worden in Höhe von 6 Millionen Euro. Hm. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt Anschubfinanzierung nennen kann oder ob es, ja, egal wie man es nennen möchte, es gab halt Geld so für die Pflegekammer Niedersachsen. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ja, müssen wir auch wieder ein bisschen vorher anfangen, es ist wieder nicht so einfach. Im November hat die Landesregierung bekannt gegeben, nach ziemlich langen Debatten um den Haushalt für 2020, dass die Pflegekammer Niedersachsen mit 6 Millionen Euro pro Jahr unterstützt wird. Aber auch nur, wenn sie keine Mitgliedsbeiträge mehr erhebt. Das war die offizielle Pressemitteilung. Und dann wurde daraus aber auch gemacht, dass die Mitgliedsbeiträge zurückgezahlt werden. Ja, und da sind wir jetzt dran. Also Geld ist bisher noch nicht geflossen und wir haben tatsächlich auch noch keine Mitgliedsbeiträge zurückgezahlt, weil das auch mal wieder nicht so einfach ist, weil wir ja auch eine horrende Anzahl an rechtskräftigen Bescheiden ausgestellt haben, die ja auch an alle verschickt wurden und die müssen erstmal wieder aufgehoben werden mit neuen Bescheiden. Das ist doof. Wir müssen uns aber an alle Gesetze halten und denen unterliegen wir eben als Körperschaft des öffentlichen Rechts auch. Deswegen ist es so kompliziert. Und erst dann gibt es das Geld zurück, weil wir ja auch gar nicht wissen, ob alle Kontodaten zum Beispiel noch aktuell sind, ob die Adressen noch aktuell sind, weil das ja bei den meisten vielleicht nicht so an oberster Stelle auf der Liste steht, wenn man seine Kontoverbindung ändert, dass man die der Pflegekammer Niedersachsen mitteilt. Ja, das muss dann auch noch erfragt werden und dann können die Mitgliedsbeiträge zurückgezahlt werden und wir müssen erst einen Antrag auf Förderung durch das Land stellen, damit wir 6 Millionen erhalten. Da sind wir aber auch dran. Dafür braucht es natürlich wieder Beschlüsse und die können wir momentan nicht fassen, weil wir uns aufgrund von Corona nicht treffen dürfen. Ja. Ja. Es ist immer alles, was um diese ganzen Bescheide und Beiträge und Beitragsordnungen, alles, was sich so um dieses ganze Juristische handelt, dauert es immer ewig, weil wir da, also sind wir auch einfach keine Fachfrauen und Fachmänner für, ne? Dafür gibt es Juristen. Genauso wie die halt unseren Beruf nicht können. Ja. Aber wir sind dran. Es dauert halt nur leider. Wie alles. Genau, wie alles. Genau. Wart ihr denn eigentlich gezwungen, dieses Geld anzunehmen? Ja, also man muss sagen, ja, weil es ziemlich knapp um die Kammer bestand. Und ich glaube, dass es jetzt nochmal eine gute Chance ist, um eben erstmal zu zeigen, was Kammer kann, bevor wir Geld erheben. Also dieses, ja, alles, was wir irgendwie vor 2 Jahren hätten machen müssen, holen wir jetzt einfach nach, ist super ungünstig, machen wir jetzt aber und dann versuchen wir halt ohne Mitgliedsbeiträge einen Benefit für die Mitglieder rauszuholen. Du sagst das jetzt so leichtfertig, alles, was ihr vor 2 Jahren hättet machen. Ja, also ich finde es interessant, weil euch, also so als Außenbetrachteter, eigentlich nur das Genick gebrochen hat, diese blöden Bescheide und dass sich deshalb eigentlich ja die Stimmen dagegen ja erheben konnten. Und von dem Tag an wart ihr eigentlich mit euch selbst beschäftigt und konntet eigentlich weniger Kammerarbeit machen. Also ist es egal, ob es jetzt Verdi gewesen ist oder irgendwelche anderen Leute, Privatleute, die euch da, ich sag mal, Steine in den Weg gelegt haben. Ihr musstet euch öffentlich rechtfertigen, ihr musstet an irgendwelchen Presseterminen teilnehmen und so weiter, um da irgendwie Schadensbegrenzung zu machen. Zumindest ist das nach außen hin so rausgekommen, aber ihr konntet tatsächlich ja keine Kammerarbeit in dem Sinne machen. Und ich weiß nicht, ob, also ihr könnt jetzt vielleicht was nachholen, weil jetzt eine Basis da ist und weil es vielleicht auch ein Stück weit ruhiger geworden ist, aber ihr könnt es ja eigentlich nur jetzt nachholen, weil ihr vorher euch mit anderen Dingen beschäftigen musstet, weil die eigene Berufsgruppe, wenn man das so sagen kann, euch nicht gelassen hat, eure Arbeit zu machen.
oder? Also ist das nicht eigentlich, also ist zumindest so meine Wahrnehmung. Sag's, wenn's falsch ist. Ich glaube, so ist die Wahrnehmung und ja, also man kann schon sagen, dass es so ist, aber wir haben natürlich trotz dieser ganzen, also trotz allem, was so auf uns geprasselt ist, versucht, Kammerarbeit zu machen. Also wir haben auch trotz dieses Beitragsdebakels natürlich Stellungnahmen verfasst, Pressemitteilungen herausgegeben, die über dieses ganze Beitragsthematik hinausgingen. Mhm. Es wurde halt irgendwie nur nicht so aufgefasst, weil was in den Medien halt zählt, sind ja Online-Klicks oder eben Leser, die sich das angucken, die Auflage zählt und es zählt, also niemand liest die Überschrift Pflegekammer Niedersachsen ist jetzt ganz toll, sondern es zählt die Überschrift Beitragsdebakel in der Pflegekammer Niedersachsen, sind sie schon wieder nicht in der Lage, ihre Arbeit aufzunehmen. Also das ist halt das, was die Leute lesen wollen und deswegen sind ganz viele tolle Dinge, die wir auch auf den Weg gebracht haben, einfach total untergegangen. Also ich glaube, die wenigsten wissen auch so aus der Gesellschaft heraus, wenn man sich mit vielleicht der Generation unterhält, die wirklich jeden Morgen noch ihre Zeitung liest, dann lesen die, boah, ja, hier schon wieder Beiträge von der Kammer, aber die lesen nicht, dritte Veranstaltungsrunde Berufsordnung ist auf den Weg gebracht und fängt in einer Woche an. Das lesen sie halt nicht, obwohl das genauso in der Zeitung stand. Aber da wird dann eben kein Foto von einer Demo abgedruckt, sondern es ist in einer kleinen Spalte rechts unten irgendwie oder links unten, da wo gerade noch Platz war als kleiner Lückenfüller. Und das ist ein Problem, ja. Und die Mitglieder haben sich natürlich total daran aufgerieben, dass diese Beiträge so erhoben wurden. Und dann zählt halt auch vieles anderes nicht. Und ich glaube, was ein Problem der Berufsgruppe ist, ist einfach, wir sind Ewigkeiten enttäuscht worden. Und jetzt kommt da so eine Institution, die irgendwie für sich proklamiert, irgendwie alles besser machen zu wollen und richtig viel machen zu wollen. Ich glaube, das kann halt jemand, der seit 30 Jahren im Beruf ist, kann es einfach nicht mehr glauben. Davon. Und da mache ich den Personen auch erstmal gar keinen Vorwurf, weil es so ist, dass vieles für die Pflege in den letzten Jahrzehnten einfach gegen die Wand gefahren wurde. Also ich meine, wir sehen es jetzt wieder. Es wird gesagt, Deutschland hätte das beste Gesundheitssystem der Welt. Ja, jeder, der am Bett arbeitet, denkt sich, genau so ist es. Auf jeden Fall. Guck doch mal nach Skandinavien. Aber wir sind die Besten, oder was? Also es kann ja keiner mehr glauben, was einem da verdeutlicht wird, wie gut wir irgendwie sind, wie super wir sind. Ja, und wir haben vielleicht auch super viele Intensivbetten, aber wir haben halt keinen, der da steht. Außer wir stellen irgendeine Maschine hin, die das 24/7 macht. Aber das ist halt nicht das Gleiche. Und wir sind einfach, wir als Berufsgruppe sind jahrelang enttäuscht worden. Und jetzt müssen wir als Pflegekammer das quasi ausbaden. Also ich hatte, das ist schon bestimmt über ein Jahr her, und alle, die mich kennen, werden jetzt wahrscheinlich auch den Podcast ausschalten, weil sie diese Geschichte schon 10-mal gehört haben. Ich war bei einer CDU-Veranstaltung und da war ein berenteter Landwirt und hat rumgepöbelt, was wir uns denn erlauben, Beiträge zu erheben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er in der Landwirtschaftskammer sei. Da meinte er, ja, bin ich auch immer noch, super. Was wären die Landwirte ohne ihre Kammer? Sage ich, ja genau, da müssen wir halt hinkommen. Aber Sie kennen wahrscheinlich den Hanomag als Trecker und der steht 30 Jahre in der Scheune. Und jetzt kommt der Auszubildende am ersten Ausbildungstag und soll innerhalb von einem halben Jahr ohne irgendwelche Kenntnisse über Hanomag dieses Ding zum Laufen bekommen, obwohl er 30 Jahre in der Scheune stand und nicht mehr fahrbereit ist. Glauben Sie, dass das funktioniert? Und dann hat er mich angeguckt und meinte, ja, was für ein Schwachsinn, wie soll das denn gehen? Sage ich, genauso ist es doch mit der Kammer auch. 30 Jahre, jetzt ganz plakativ, ist nichts gemacht worden, das Ding ist gegen die Wand gefahren worden und wir sollen es jetzt retten. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Zumal ja hinzukommt, ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich bin nicht gelernte Vizepräsidentin. Ich habe da keine Ausbildung drin gemacht. Und niemand hat mir beigebracht, was ich da tun soll. Also wir müssen uns in alles selber reinfuchsen. Das heißt, es dauert alles seine Zeit, um irgendwas zu erreichen. Und vieles, was schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, kann halt nicht einfach so geheilt werden von uns. Ja, da sprichst du ein wahres Wort, ja. Jetzt ist es ja so, dass dieser Pott ja auch irgendwann leer ist. Was passiert denn dann? Gibt es dann wieder Beiträge? Also ja, irgendwann wird der Pott leer sein. Was wir bisher wissen, ist, dass eine weitere Finanzierung durch das Land angestrebt wird. Und unser
Ziel ist natürlich, dass das Pflege-KG, also die gesetzliche Grundlage, nicht angefasst wird, weil darin steht, die Kammer erhebt zur Erfüllung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben Beiträge, soweit sonstige Einnahmen nicht zur Verfügung stehen. Also wir sind immer noch per se, erfüllen wir den Charakter einer Kammer, weil wir uns per Gesetz über Mitgliedsbeiträge finanzieren können, solange wir eben, also wir tun es aber nicht, solange wir andere Einnahmen haben. Also hätten wir jetzt, keine Ahnung, würden wir alle Fenster der Geschäftsstelle mit Werbung plakatieren und darüber Geld einnehmen, müssten wir auch keine Mitgliedsbeiträge erheben. Das heißt, wir haben jetzt einfach eine andere Einnahmequelle und müssen deswegen keine Beiträge erheben. Und jetzt kommt natürlich die Frage, sind wir irgendwie dadurch abhängig? Unser Ziel ist es, dass wir die Mittel ganz unabhängig von irgendwelchen Forderungen verwenden dürfen. Soweit sind wir aber gerade nicht. Das handeln wir halt alles noch aus. Ich hoffe, dass es dazu kommen wird, dass es dabei bleibt, dass wir sie unabhängig von Dritten verwenden dürfen, weil sonst ist natürlich die Abhängigkeit schon gegeben. Das ist ein Aspekt, also wofür die Mittel verwendet werden. Ich habe aber hier auch im Podcast schon häufiger die Vermutung geäußert, dass sich die Politik, also erst hat die Politik gesagt, okay, Selbstverwaltung für Pflegende, super, ja, damit haben wir das vom Tisch, da gibt es ein Gremium, die kümmern sich darum. Jetzt haben die gesagt, okay, irgendwie wird das hier alles ein bisschen heiß und die brauchen Unterstützung, wir hauen da mal 6 Millionen Euro rein. Und uns ist auch erstmal egal, wofür das Geld verwendet wird, das sollen die entscheiden, okay. Aber haben sie sich damit nicht indirekt ein Stück weit in die Kammer eingekauft und damit auch wieder Einfluss nehmen zu können? Tja, ich finde das total schwierig, das so einfach zu sagen, weil es bisher noch nie so war, dass die, jetzt nur als Beispiel, dass die, keine Ahnung, die CDU zum Beispiel, zu uns ankam und gesagt hat, so, wir machen morgen Gesetz. Das wird die Pflege total doof finden, aber ihr müsst ruhig sein. Das wäre ja eine Abhängigkeit im Sinne von, sie kaufen sich ein. So ist es aber bisher noch nicht passiert. Und ich wüsste nicht, wie wir darauf reagieren sollten, wenn es mal passiert. Ich hoffe einfach, dass es nicht passiert. Aber es war halt auch noch nie der Fall. Und wir haben ja trotzdem aufgrund, also das Ministerium ist ja auch unsere Rechtsaufsicht. Und alleine deswegen könnte man eigentlich auch jeder anderen Kammer, weil ja jede Kammer eine Rechtsaufsicht hat, also eine Rechtsaufsichtsbehörde, könnte man da immer eine Abhängigkeit vorwerfen. Weil die natürlich am Ende sagen, ja, ist rechtlich okay, ist rechtlich nicht okay, würde ich euch nicht empfehlen, das so zu tun, aufgrund von, auch wenn es vielleicht außerhalb der juristischen Perspektive ist. Und ich glaube, das geht den Ärzten und allen anderen Kammern ähnlich. Das, also weil da halt immer noch eine Instanz ist, die am Ende auch damit einverstanden sein muss, was man da macht, weil es da ja auch Termine zu Absprachen gibt. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die nochmal, weil wir eben auch so jung sind als Kammer, nochmal einen anderen Blickwinkel haben. Bei den Ärzten lassen sie es vielleicht eher laufen. Weiß ich jetzt aber nicht. Also ich bin ja bei den Terminen zwischen Rechtsaufsicht und Ärztekammer nicht dabei. Und es ist halt, also Ärztekammer ist jetzt immer hier so ein Beispiel, ne? Aber es ist halt ziemlich nah dran an der Pflegekammer. Also ich glaube, die Gefahr könnte da sein, wenn man es ungeschickt anfängt, aber es ist jetzt auch so ein Politikergelaber, hätte ich jetzt was gesagt, also nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich hoffe einfach für unseren Berufsstand, dass wir in keine Abhängigkeit geraten, weil wir dann natürlich da sind, wo wir vorher auch waren. Jetzt hast du gesagt, dass ihr noch sehr jung seid und es ist ja trotzdem auch eine Evaluation geplant. Dazu muss ich erstmal grundsätzlich fragen, ist es überhaupt sinnvoll? Nach dieser Zeit und nach dem, was passiert ist, was du jetzt in den letzten knapp anderthalb Stunden ja schon gut beschrieben hast, ist es sinnvoll, irgendetwas zu evaluieren? Also ich finde es nicht sinnvoll. Das ist aber auch meine Perspektive. Und wir können es natürlich nicht ändern. Es war von Anfang an geplant, dass wir evaluiert werden im Rahmen, also das ist ja im Koalitionsvertrag so festgeschrieben. Da können wir auch gar nichts dran ändern. Das ist nun mal so. Wir müssen jetzt halt echt das Beste draus machen. Ne? Ich finde es halt schade, dass es jetzt kommt. Aber gut, es ist nun mal so. Mhm. Und es ist total schade, weil wir eben nach Organisation und Wirkung irgendwie evaluiert werden. Ja, und wie soll eine Institution, und das ist, also das könnte ein anderes Wirtschaftsunternehmen oder ein Unternehmen, was, keine Ahnung, Jeans herstellt oder so, die können nach nicht mal mehr 2 Jahren nach der Wirkung nicht richtig evaluiert werden, weil was hat
der Jeans-Hersteller für eine Wirkung erreicht, außer er ist jetzt halt wirklich richtig krass durch die Decke gegangen über irgendein Online-Portal und die sozialen Medien, weil er einen guten Content-Manager hatte. Aber das ist, da geht es halt auch nur um Jeans. Bei uns geht es irgendwie um eine ganze Berufsgruppe, die, wie schon ungefähr 10-mal gesagt, so im Stich gelassen wurde in den letzten Jahren, wo halt so viele Baustellen sind, die man reparieren muss, dass ich finde es total schwierig und wir kennen den Fragebogen nicht. Ich finde es echt, also ich bin gespannt, was da kommt und was da überhaupt gefragt werden soll. Wer ist denn in diesem Evaluationsausschuss? Ist das bekannt? Genau, es gibt ja so einen Beirat, den meint ihr wahrscheinlich, ne? Also weil die Evaluation, ja, es gibt für die Evaluation diesen Beirat und da kann man vielleicht auch ein bisschen vorher anfangen. Also unsere Mitarbeiter zum Beispiel wurden auch befragt von Kienbaum, das ist ja diese Unternehmensberatungsfirma, die das macht, als unabhängige Institution. Die haben schon die Mitarbeiter befragt und machen jetzt eben auch diese Online-Befragung. Und in dem Beirat zu der gesamten Evaluation sitzen kritische Stimmen, also da sitzt zum Beispiel auch die Pflegestimme, da sitzen aber auch Befürworter, also der Niedersächsische Pflegerat beispielsweise. Das ist ziemlich ausgeglichen, das finde ich total gut. Also das wurde gut geregelt, weil da halt auch jeder seinen Senf quasi zu beitragen kann in gleichem Maße. Das finde ich ganz gut. Und es darf auch, ich finde, es darf auch kritische Stimmen geben. Und es muss nicht jeder von Anfang an total begeistert von der Kammer sein, weil wir eben so schnell noch nichts auf die Beine bringen können. Ich würde mich halt freuen, wenn man dem Ganzen kritisch gegenübersteht, dass man erstmal eine abwartende Haltung hat und nicht gleich immer irgendwie so komplett dagegen ist, sondern erstmal wartet, was wir da so treiben und was wir da machen und was wir vielleicht auch erreichen können. Ja, also sehe ich genauso. Man muss nicht alles durchwinken oder abklatschen. Bin ich genau bei dir. Das ist richtig, weil es einfach ein komplexes Konstrukt ist, wo es darum geht, das auch zu verstehen. So, genau. Genau. Und es ist natürlich nicht alles gut gelaufen so und es hat sicherlich auch zukünftig irgendwelche Facetten, die für nicht den Einzelnen immer gut sein werden, aber nichtsdestotrotz geht es ja eigentlich um das große Ganze. So, und ich finde, das sollte handlungsleitend sein. Also du weißt tatsächlich gar nicht, was genau jetzt evaluiert wird. Also wir wissen, was evaluiert wird, wie gesagt, Organisation und Wirkung. Ja. Und innerhalb der Evaluation war ja auch schon von Anfang an die Befragung vorgesehen. Viele sagen immer, ja, warum kommt jetzt die Befragung? Und da können wir auch nur sagen, ja, ist halt, also war von Anfang an so vorgesehen, ist jetzt irgendwie erstmal nichts Neues. Und eigentlich hätte sie auch schon längst abgeschlossen sein sollen. Aber es ging halt aufgrund des Datenschutzes nicht, weil halt immer die Frage ist, wie erreichen wir alle Mitglieder? Wer bezahlt das dann? Man stellt sich halt so leicht vor, gut, machen wir eine Online-Umfrage und das Ganze verschicken wir per Mail, aber es geht halt aufgrund des Datenschutzes nicht. Und dann gab es ein ewiges Hin und Her zwischen allen Datenschutzexperten von uns und vom Ministerium und dann noch von Kienbaum. Und ja, deswegen sind wir noch gar nicht so weit gekommen. Also eigentlich wäre es halt, sollte es schon längst fertig sein, ist es jetzt aber nicht. Jetzt kommt die Befragung halt ein bisschen später. Also jetzt ist es ja gesagt Mitte März. Wir haben Ende März, ich habe noch keine Befragung bekommen. Ja, und das soll halt, also man soll per Post, so mein Stand, also unser letzter Stand, per Post einen Brief bekommen, wo Zugangsdaten drin sind, damit eben auch nicht die Oma von nebenan abstimmen kann, sondern wirklich nur jedes Mitglied. Das muss man ja auch immer mit bedenken. Ne? Ist das denn sinnvoll? Also wir sind jetzt beim Thema Vollbefragung. Also es ist so, dass eine Vollbefragung geplant ist, genau wie du gesagt hast, und das soll ursprünglich Mitte März stattfinden. Wie du schon sagst, sind wir leicht drüber aus den genannten Problemen. Okay, jetzt ist ja die Frage, warum eigentlich eine Vollbefragung und ist das finanziell überhaupt zu rechtfertigen? Wer finanziert das denn? Finanzieren tut das Ministerium im Rahmen der beziehungsweise das Land im Rahmen der ganzen Evaluation. Also das ist, hängt damit drin. Und ganz im Ernst, ich sehe es nicht ein, dass die Pflegekammer Niedersachsen da irgendwie Mitgliedsbeiträge oder irgend anderes Geld aus irgendwelchen Darlehen oder so dafür reinpumpt. Weil es gibt ja auch einfach genug Leute, die das befürworten und sagen, ja, so eine Befragung ist doch total schwachsinnig. Warum soll mein Mitgliedsbeitrag dafür draufgehen? Deswegen finde ich schon mal gut, dass es über Kienbaum läuft und vom Land finanziert wird, beziehungsweise vom Ministerium. Ja, und warum eine Vollbefragung? Keine Ahnung, man könnte es ja auch repräsentativ machen.
Wäre und eine Stichprobe ziehen. Ja, wäre kostengünstiger. Und wir haben ja alle Daten. Also man könnte alle Berufsgruppen nehmen, jedes Alter. Wir haben ja alles. Und das könnte unser System sogar ausspucken per Zufall, ja, dass da wirklich repräsentativ alles dabei ist. Jeder Arbeitsbereich könnte auch ausgespuckt werden, dass wir nicht nur Krankenhausleute befragen, sondern auch Mitarbeiter aus dem aus der ambulanten Pflege, aus der Reha, aus Beratungsstellen oder so. Es wurde sich halt für eine Vollbefragung entschieden. Warum das jetzt genauso ist, kann ich gar nicht beantworten. Vielleicht habe ich es auch schon irgendwo gehört. Ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht daran erinnern, warum es zu einer Vollbefragung wurde. Nora, weißt du, was ich daran nicht verstehe? Lassen. Wenn diese Vollbefragung aus den Mitteln der Kammer finanziert werden würde, dann würden einige Mitglieder wahrscheinlich das ziemlich doof finden. So. Ja. Jetzt wird es aber aus Steuermitteln bezahlt. Und damit ist es dann gerechtfertigt. Also ich verstehe nicht, warum man immer mit zweierlei Maß messen muss. Und letztlich eine Vollbefragung durchzuführen, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, weil ja keine Ergebnisse erzielt wurden, weil die befragt werden wollen, es verhindert haben, dass die Kammer arbeitet. Also ist das nicht irgendwie paradox? Total. Es ist ein Paradoxon. Ja, und die tatsächliche Wirkung kann ja auch tatsächlich erst entfaltet werden, nicht nur, wenn wir irgendwie ein Jahr hätten richtig arbeiten können, sondern, also Hand aufs Herz, dass wir morgen auf Station zu zweit arbeiten, statt allein in einem Bereich, ist einfach unrealistisch. Und das muss sich jeder vor Augen führen, weil wo sollen diese Leute herkommen? Und das ist ja das, was jeder möchte. Niemand möchte mehr alleine 20 Patienten versorgen oder 50 Patienten im Nachtdienst oder so. Jeder möchte, dass da mindestens eine Person mehr an seiner Seite steht, um zu helfen. Und zwar eine examinierte Kraft. Und damit meine ich dreijährig examiniert und kein Pflegehelfer. Die sind super auf Station, aber die können eben nicht die gesamte Bandbreite an Pflege abdecken. Die machen super gute Hilfstätigkeiten und diese Leute brauchen wir auch. Aber was wir uns wünschen, ist eben jemand Examiniertes mit 3 Jahren Ausbildung, vielleicht sogar noch eine Fachweiterbildung, und die kriegen wir nicht von heute auf morgen. Das heißt, die tatsächliche Wirkung entfaltet sich erst in ein paar Jahren. Also am Ende wäre es sinnvoll, in mehreren Jahren zu evaluieren und natürlich auch da nicht die Arbeit zu behindern über 5 Jahre hinweg, sondern einfach mal machen lassen. Einfach mal gucken. Also laufen lernen lassen. Ja. Wir können halt noch nicht richtig laufen. Das ist nun mal leider einfach so. Wir sind in ziemlich kaltes Wasser geschmissen worden. Jetzt müssen wir in dem Fall und sind halt immer noch dabei. Wir können schon Brust, aber Rücken fehlt halt noch. Ja. Also um es so auch wieder so runterzubrechen. Und wenn wir immer nur daran gehindert werden, was du jetzt ja auch gesagt wirst, ist es halt total schwierig. Und was mich gerade richtig freut, ist einfach die Berichterstattung zu Corona, weil wir endlich gefragt werden, was wir pflegefachlich davon halten, was gerade passiert. Wir werden nicht gefragt, Mensch, wie sieht's aus mit eurer Evaluation? Wie sieht's aus mit den Beiträgen? Kriegt ihr jetzt endlich mal die 6 Millionen? Habt ihr schon Beiträge zurückgezahlt? Nein, wir werden dazu gefragt, was wir davon halten, dass Medizinstudierende in die Pflege gehen sollen. Ja, ist total nett für Hilfstätigkeiten, aber die können nicht alleine einen Bereich übernehmen. Es geht einfach nicht. Und endlich werden wir zu sowas gefragt und können sagen, warum es auch nicht geht. Weil eben diese 3-jährige Ausbildung eine Berechtigung hat. Weil wir lernen, wie man Essen anreicht. Und das kann auch nicht jeder, weil man sich dabei total verschlucken kann. Und auch Körperpflege, das delegiert man eben mal so schnell weg. Das ist aber total gefährlich, weil da so viel bei passiert bei der Körperpflege. Also von der Hautbeobachtung zum Ernährungszustand, zum Allgemeinzustand, psychische Belastung, Biografiearbeit. Da passiert während der Körperpflege so viel und es kann einfach mal eben irgendwie jeder. Und da sind wir halt für da, um deutlich zu machen, gerade jetzt, dass nicht jeder in der Pflege arbeiten kann und schon mal gar nicht auf Intensivstation an einem Beatmungsgerät, um irgendwie Corona-Patienten in Bauchlage zu bringen und zu gucken, dass die Sättigung da passt. Ja. Ja. Jetzt habe ich mich hier so in Rage geredet. Ja, aber ist ja genau richtig. Kann, wenn das, also bei der Evaluation, da wird ja auch die Frage gestellt, ob die Kammer so weiter bestehen bleiben soll. Ist das richtig? Das wissen wir noch nicht so genau, welche Fragen da konkret gestellt werden. Sie könnten ja fragen, ist Kammer gut, ja, nein? Soll Kammer freiwillig werden, ja, nein? Soll Kammer zum Pflegering werden, ja, nein? Also das ist alles noch nicht so ganz gar. Wir müssen mal gucken, was am Ende bei rauskommt als Fragebogen. Das heißt, es besteht eigentlich
die Möglichkeit, dass in naher Zukunft die Kammer eingestellt werden könnte. Wenn das Ergebnis so entspricht, also so hat die Politik ja es ja gesagt, dass sie die Befragung abwarten, gucken, was gesagt wird und dann handeln. Wie dieses Handeln dann aussieht und was für Entscheidungen sie daraus ziehen aus der Befragung, das wissen wir jetzt alles noch gar nicht. Das ist so eine riesige Glaskugel, die momentan vor uns schwebt. Wir können uns ganz viele Dinge ausdenken, die irgendwie passieren könnten, aber am Ende wissen wir es leider nicht. Aber wie kommt es denn, dass die Politik in diesem Fall mit Namen Frau Reimann und SPD und sicherlich auch CDU, FDP und Linke da überhaupt versuchen, ich sag mal, dem ein Ende zu setzen oder zumindest eine Entscheidung herbeizuführen, die für sie bindend ist? Ich glaube, um Ruhe reinzukriegen. Also die sind natürlich in der Vergangenheit total belagert worden. Also die haben, das ist das, was sie immer berichten. Und das glaube ich tatsächlich auch, weil das ja auch viele von den Kritikern oder von den Gegenstimmen immer berichten, dass wirklich auch Kommunalpolitiker, nicht nur die Landtagsabgeordneten, sondern auch die etwas kleineren Politiker sozusagen, total belagert wurden mit Briefen und Post und jedes Mitglied hat da irgendwie gefühlt hingeschrieben, aber es ist halt nicht jedes Mitglied. Es sind immer, auch wenn man sich die Facebook-Diskussionen anguckt, häufig die gleichen, die diskutieren. Das tun sie sehr vehement und leider auch immer mit den gleichen Argumenten. Und die haben halt eine ziemliche Beharrlichkeit an den Tag gelegt und immer wieder die Politik angeschrieben, immer wieder Druck gemacht. Und jetzt wollen sie, glaube ich, einfach, also aus politischer Sicht wollen die Politiker einfach Ruhe reinbekommen, sagen so, jetzt ist hier die Vollbefragung, hier ist das Ergebnis und jetzt gebt endlich Ruhe. So ist halt die Frage, was am Ende bei dem Ergebnis rauskommt, ne? Oder was bei der Befragung rauskommt, was das Ergebnis ist. Ich finde es einfach verrückt, dass eine Vollbefragung gemacht werden soll. Ich finde es richtig verrückt, ja. Weil diese Vollbefragung nur möglich ist, weil es die Kammer gibt. Und wenn, ja, genau. Also und wenn man ja, und wenn man das mal weiterspinnt, alle werden befragt, dabei kommt raus, dass keiner mehr es will. Was passiert denn dann eigentlich mit den Daten? Die müssten ja fairerweise gelöscht werden. Ja, und das ist ja für die Politik einfach wirklich ein richtig unkluger Schachzug, weil die Daten so unheimlich wichtig sind. Das wird ja auch immer gesagt, ja, niemand braucht diese Daten, die gibt es schon. Ja, es gibt die Daten halt nicht schon, weil, also klar, Krankenhäuser werden zum Beispiel angefragt, ihre Mitarbeiterstrukturen zu melden. Ist schon mal freiwillig und wenn die Daten veröffentlicht werden, irgendwie 3 Jahre alt. Dann könnte man meinen, über die Sozialversicherungen könnte man das ja alles erheben lassen oder ausspucken lassen, was da alles so drin ist an Daten. Bringt aber auch nichts, weil ja Pflege deutlich weiter gefasst ist als die Pflege, die am Bett passiert. Mhm. Das heißt, ihr zum Beispiel als Mitglieder, als Mitglieder, die an der Hochschule arbeiten, würden da vielleicht gar nicht reinfallen, weil ihr unter der Verwaltung lauft offiziell, aber eben ja doch Pflege macht. Und das heißt, alle Daten, die wir bisher haben, waren einfach zu ungenau. Jetzt haben wir dieses Pflegeberuferegister und es soll wieder abgeschafft werden, obwohl es so ein Fund ist, was die Politik auch für weitere Entwicklungen nutzen kann. Ja, wir wollen jetzt zum Beispiel, wir arbeiten gerade an der Veröffentlichung des Pflegefachberuferegisters für 2019. Und ein Ziel war auch, wenn es technisch möglich ist, die Postleitzahlen von Wohn zu Arbeitsort zu ermitteln. Und das hat ja am Ende, wenn man es wirklich weit spinnt, richtig große Auswirkungen auf Stadt- und Regionalentwicklung. Also wenn man weiß, es gibt im Raum Osnabrück zum Beispiel viele Leute, die aus einem Umkreis von 20 Kilometern kommen, was bedeutet das für unseren öffentlichen Nahverkehr? Können wir den anders ausbauen, damit wir die Umweltbelastung reduzieren können, weil viele mit dem Auto fahren müssen, weil der öffentliche Nahverkehr noch gar nicht so ausgebaut ist? Also solche Daten können wir auch liefern, wo sich bisher noch gar keiner Gedanken drüber gemacht hat. Und das geht ja total nochmal über Pflege hinaus. Und also Pflege ist so allgegenwärtig und wir können so krasse Daten liefern, die sie ohne uns nicht bekommen. Also für die Politik wäre es mega unklug, uns abzuschaffen. Es geht ja aber nicht nur, also wir haben das jetzt so runtergebrochen auf die Registrierung und die Daten. Es geht ja auch einfach darum, dass dann die Pflege in Niedersachsen einfach nicht mehr selbstverwaltet ist. Also die sitzt, dann ist halt niemand da, der die Gesetzesvorhaben begutachtet, die für die Pflege einsteht und so weiter. Das ist ja, finde ich, noch viel schlimmer als diese Registrierung irgendwie. Also, weil dann wird ja wahrscheinlich die Politik sagen so, Pflege, ihr hattet jetzt eure Chance, in 20 Jahren sprechen wir uns wieder.
Ja, aber tut sich das ein Politiker in 20 Jahren nochmal an, von vorne anzufangen? Ich glaube nicht. Naja, das aber ist halt, das trotzdem ist, ja wieder ist es ja traurig. Ja. Total. Weil, also, wenn es keine Kammer mehr gibt, dann ist da halt wirklich niemand mehr, der für Pflege einstehen kann. Weil wir ja auch mal platt sagen müssen, der DBFK, also ich nenne ihn jetzt immer als ein Beispiel von vielen Berufsverbänden, er ist nun mal der größte. Also Berufsverbände können es einfach momentan noch nicht schaffen, weil sie zu wenig Mitglieder haben und einfach auch nicht die Berechtigung haben, zum Beispiel staatliche Aufgaben übertragen zu bekommen. Gewerkschaften haben super wenig Mitglieder, haben es unter uns gesagt oder hier auch an die Hörerschaft, ist ja nicht nur unter uns. Sie haben es einfach nicht geschafft, vernünftige Gehälter rauszuhandeln. Ja, im öffentlichen Dienst kann ich mich jetzt persönlich nicht beschweren, könnte mehr sein, wäre nett. Es reicht aber zum Leben. Aber wenn man sich anguckt, was hier in der Region jemand verdient, der bei VW arbeitet, dann ist es halt schon einfach krass. Also der Unterschied ist einfach krass. Und da erwarte ich von der Gewerkschaft, dass sie sich mal zu Wort melden, dass sie zum Beispiel einen flächendeckenden Tarifvertrag mal auf den Weg bringen, weil es eben auch noch viele gibt, die ohne Tarifvertrag rumlaufen und arbeiten und super wenig Kohle verdienen. Die gibt es ja auch. Es gibt Pflegende, die super entlohnt werden im Vergleich zu anderen, die eben total wenig verdienen und sich über den Mindestlohn in der Pflege gerade total freuen, obwohl der super niedrig ist. Und es ist, ja, es gibt dann niemanden mehr mit dieser Durchschlagskraft. Die Weiterbildungen müssten rückabgewickelt werden und die Resonanz, die wir von den Weiterbildungsträgern haben, ist einfach grandios, weil die sagen, es funktioniert, wir sehen, dass Pflege Inhalte gestaltet und freuen uns darüber, dass wir diese Möglichkeit haben, uns auch daran zu beteiligen. Das war ja vorher nie so. Die konnten ja nicht sagen, ja, wir würden jetzt gerne für Anästhesie und Intensiv irgendwie nochmal einen bestimmten Themenbereich damit drin haben. Der hat uns vorher halt immer gefehlt, weil wir ein Haus sind, die irgendwie eine spezielle Fachrichtung, ich weiß es jetzt nicht genau, ich spinne hier ein bisschen rum, die das irgendwie noch so mit drin haben. Das war halt vorher nicht möglich, dass sie sich da einbringen können. Und jeder kann ja auch mitgestalten. Wenn man ein Problem hat, hat man eine Stelle, an die man sich wenden kann. Man wird zwar nicht berufsrechtlich vertreten, aber wir können sagen, okay, das ist jetzt ein Problem, mit dem sie sich an die Gewerkschaft wenden. Nee, das ist was für die Ethikkommission, weil es eine ethische Fragestellung ist. Ja, wir können das weiterleiten. Wir nehmen das auf, wir benutzen das für unsere Inhalte. Wir nehmen diese Anregung gerne mit. Wir kümmern uns um die Probleme. Also das ist ja, da ist ja endlich jemand, der vor allem auch unabhängig ist, weil eben kein, wie in Bayern zum Beispiel, keine Wirtschaftsunternehmen mit dran beteiligt sind. Mhm. Und das ist einfach grandios. Wir können halt über die Mittel, die wir haben, viel erreichen, bin ich der Meinung. Das bedeutet, unterm Strich kann man eigentlich sagen, dass die Kammer häufig vorgeworfen bekommt, dass sie keinen politischen Einfluss hätte, wenn die Kammer ihre Arbeit niederlegen müsste und sie nicht mehr gäbe, dann hätte Pflege eigentlich auch keinen politischen Einfluss mehr und ist damit auch wieder Spielball, ich sag mal, der politischen Einflüsse. Also man hat am Ende nichts gewonnen. Total. Also es ändert sich einfach nichts, wenn die Kammer weg ist. Und wir haben ja jetzt schon politischen Einfluss, weil wir in diesen ganzen Gremien vertreten sind. Ja. Wie zum Beispiel die Enquete-Kommission oder Steuerkreis für die neue Pflegeausbildung. Also das hat auch wieder so einen langen Namen. Ich nenne es jetzt einfach Steuerkreis. Wo wir auch gesagt haben, oder die Leute, die von uns entsendet wurden, dass viele Dinge in dem neuen Pflegeberufegesetz gar nicht umsetzbar sind. Und wenn man, die haben halt einfach den Plan, weil sie aus dem Bereich kommen und können nochmal anhand konkreter Beispiele deutlich machen, was da zum Teil in diesem neuen Gesetz für ein Unfug drin steht, mit den ganzen Erlassen, die dazu gehören, dass das die Ausbildung massiv schwächen wird und den Beruf. Und dann öffnet man dadurch natürlich anderen oder öffnet denen nochmal die Augen und zeigt denen auf, was sie da zum Teil gemacht haben, weil sie eben Pflege nur in ganz geringem Maß beteiligt haben daran. Also da werden, wir sind endlich die Experten, die mit unserem Fachwissen beteiligt werden könnten. Und das passiert ja auch schon in Teilen. Und wir können da deutlich machen, was für Kompetenzen wir haben und was wir brauchen, um besser arbeiten zu können. Und das bricht jetzt natürlich weg. Also es bricht noch nicht weg, aber angenommen, es gäbe die Kammer irgendwann nicht mehr, bricht das weg. Und dann sind wir auf einem Stand wie vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren, ohne dass irgendwer sich dafür einsetzt. Weil das ist doch nun mal auch so. Pflege wird jetzt gerade gefeiert, weil wir auf einmal systemrelevant sind und absolute Helden. Ja, vorher hat sich aber niemand für uns interessiert. Da sind wir irgendwie die
dessen Beruf niemand machen will, weil es so ekelhaft ist. Weil es eben in der Gesellschaft so schlecht dargestellt wurde. Und jetzt haben wir die Chance, das für uns zu nutzen. Und das geht eben auch ziemlich gut über eine Kammer. Was wäre denn eine Alternative für eine Kammer? Also viele Gegnerinnen und Gegner fordern ja so eine freiwillige Mitgliedschaft. Was kann so eine Kammer dann ausrichten, wenn sie freiwillig ist? Ja, dann sind wir bei einem Berufsverband, ne? Also es bringt ja nichts, wenn man freiwillig registriert ist, weil wir, wie wir eben schon gesagt haben, so einen Riesenfund an den Daten haben, die wir anonym auswerten. Und das würde ja komplett wegbrechen. Also für mich gibt es keine Alternative. Okay. Ja. Ja gut, aber das ist natürlich auch bei der Kammer. Das sehen ja einige anders, diese Absolut, Alternative. Ja. Woher kommt das, dass man sagt, ich habe nichts gegen eine Vereinigung der Pflegenden, egal ob sie jetzt Kammer oder weiß ich nicht, Pflegering heißt. Mhm. Ich habe nur das Problem, dass ich in Anführungsstrichen gezwungen werde, Mitglied zu sein. Wenn ich freiwillig Mitglied werden würde, wäre es kein Problem. Wie ist, also ich weiß nicht, ob du das erklären kannst, aber ist das nicht irgendwie auch paradox zu sagen, also wenn es freiwillig wäre, wäre ich Mitglied, dadurch, dass ich gezwungen werde, bin ich kein Mitglied, aber am Ende ist das Ergebnis das gleiche. Total. Also ich glaube, dass es Trotz ist. Das wollen jetzt viele auch nicht hören, die jetzt hier vielleicht zuhören. Und wenn ich irgendjemanden damit verletzen sollte, tut es mir leid. Ich verstehe nicht, warum man sich an diesen Begriff so aufhängt, weil vieles innerhalb unseres Gesundheitssystems funktioniert nur mit einer Pflichtmitgliedschaft. Angefangen bei der Krankenversicherung. Wir müssen krankenversichert sein, es geht gar nicht anders. Darüber hinaus, also alle Ärzte sind Teil einer Kammer, Tierärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, dann die ganzen anderen Selbstverwaltungspartner. Also unser Gesundheitssystem besteht nur aus Selbstverwaltung, die mit einer Pflichtmitgliedschaft einhergeht. Und wir als größte Berufsgruppe brauchen dann auch einfach was, wo wir mithalten können. Wir sind nun mal die meisten im Gesundheitswesen, werden aber nicht auf Augenhöhe vertreten, weil wir nicht dieses Konstrukt bisher hatten. Und jetzt haben wir es und arbeiten als Berufsgruppe oder Teile der Berufsgruppe arbeiten dagegen. Und das ist, ich frage mich dann, womit sie auf Augenhöhe mit denen verhandeln wollen, mit welchem Konstrukt, weil man ja als kleiner Spaßverein irgendwie gar nicht anerkannt wird von denen. Also wir haben ja auch das Problem, dass wir als Pflegekammer zum Teil nicht anerkannt werden, weil wir Pflege sind. Da ist unser Vorteil einfach, dass wir die gleiche Institution sind wie jemand anderes, nämlich die Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dadurch werden wir wahrgenommen. Wären wir das nicht, möchte ich mir gar nicht ausmachen. Also dann wäre die Arbeit einfach für die Katz, weil wir eben nicht als Kammer auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Das ist total, also das wäre ein maximaler Rückschritt, wenn man von dieser Pflichtmitgliedschaft auch abweicht, weil eben alles darauf aufgebaut ist im Gesundheitssystem. Oder unser Gesundheitswesen wird komplett umgebaut. Und alle sagen, ja gut, wie in Amerika, du kannst dir eine Krankenversicherung leisten, dann bist du krankenversichert oder du lässt es halt bleiben. Dann musst du zusehen, wo du operiert wirst, wie du operiert wirst, wo du stirbst, wie du dafür behandelt wirst. Aber so ist es ja nicht. Also das wäre ja auch wieder paradox, wenn man das dahingehend umwandelt. Aber andererseits muss man ja auch sagen, dass in der Evaluation die Pflegestimme ja jetzt auch drin ist. Und ich sag mal, das ist ja im Grunde genommen auch nur so ein Zusammenschluss von Interessensvertreter, Vertreterinnen und nichts weiter Ernstzunehmendes jetzt in einem größeren Kontext, oder? Naja, sie sind in dem Fall schon ernst zu nehmen, weil sie den Protest organisiert haben. Das haben sie ja, muss man ihnen auch sagen, gut gemacht. Also sie haben ziemlich viele Leute mobilisiert. Es ist schade, dass wir da nicht vorher irgendwie schon mal in Gespräche gekommen sind, um zu gucken, wo ist denn unser gemeinsamer Nenner. Das ist einfach so. Ich meine, deren Ziel ist ja nicht nur, die Kammer abzuschaffen. Deren Ziel ist ja auch, was in der Pflege besser zu machen. Und da müssen wir mit denen jetzt einfach, da ist die Chance auch vom neuen Vorstand einfach da, oder mit diesem neuen Vorstand ist die Chance da, ins Gespräch zu kommen, Kammer erstmal außen vor zu lassen oder das Konstrukt, womit sie Ziele erreichen wollen oder womit wir Ziele erreichen wollen, um dann am Ende zu sagen, wir wollen was verbessern. Und diese Protestbewegung hat ja dazu geführt, dass die Befragung im Rahmen der Evaluation vorgezogen wurde. Deswegen sind sie, denke ich, in dem Beirat mit drin und werden da so als Institution oder als Partner im Beirat wahrgenommen. Also wenn man laut genug schreit, verschafft man sich solche Plätze in Gremien.
ganz offensichtlich ist das so, ja. In der aktuellen, was aber auch, wenn ich mit anderen spreche, sage ich auch immer, dass das ja, also viele sagen mir immer, Frau Werstedt oder Nora, da sind so viele draußen, das sind viel, viel mehr als die Befürworter. Und dann sage ich immer, nee, glaube ich, ist tatsächlich nicht so. Es wirkt nur so, weil die eben so laut schreien. Und mein Beispiel ist, wenn ich bei Aldi einen Joghurt kaufe und mir der gut schmeckt, rufe ich nicht bei Aldi in der Service-Hotline an und sage, Mensch, lieber Aldi, richtig lecker, danke. Wenn ich einen Holzspan oder eine Schraube im Joghurt hatte, dann rufe ich da an und sage, lieber Aldi, richtig doof von euch, ich hatte da so ein anderes Stück in meinem Joghurt, was da nicht reingehört. Dann rufe ich da an, wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin. Also warum sollen die Befürworter, die eine Kammer schon seit Jahren fordern und da total hinterstehen, sich auf die Straße stellen und sagen, ja, ihr seid alle toll, danke. Macht ja keiner. Na, weil sie jetzt in Gefahr ist. Das wäre das Nahe. Ja, jetzt, genau, jetzt gehen sie vielleicht auf die Straße und protestieren pro Kammer. Aber vorher war es ja einfach nicht nötig, weil also das ist, glaube ich, einfach das menschliche Naturell. Warum sollte man auf die Straße gehen, um zu protestieren, wenn man was gut findet? Man protestiert ja immer gegen irgendwas oder demonstriert gegen irgendwas. Und deswegen wird es auch so als sehr, sehr laut wahrgenommen, weil eben die Befürworter, kann man jetzt vielleicht einen Vorwurf draus machen, muss man aber vielleicht auch nicht. Die Befürworter waren halt leise, weil sie wussten, okay, wir müssen die Kammer erst arbeiten lassen, wir finden das gut, wir haben Vertrauen darin, wir unterstützen eben im kleinen Kreis, wie zum Beispiel mit einer kleinen Infoveranstaltung, wenn man irgendwo ist oder man unterhält sich mit anderen Leuten darüber und macht Werbung in Anführungsstrichen oder verteidigt seine Meinung dazu, aber man geht eben nicht auf die Straße dafür und deswegen wirkt der Proteststurm so super laut, weil die Befürworter eben so leise waren. Okay. Ja, Eva, okay. Wir sind 20 Minuten drüber. Macht nichts, oder? Nee, es war super. Richtig, richtig gut. Also das hat echt Spaß gemacht. Ich hätte noch eine Frage, wo wir gerade bei Spaß sind. Und zwar, was passiert denn eigentlich mit der Bundespflegekammer? Also, ja, also, weil aktuell ist ja die Pflegekammer Preis für die beste Überleitung. Danke, ja. Danke. Ich sollte beim Radio arbeiten. Ja. Vielleicht. Weil wenn es die Pflegekammer Niedersachsen in naher Zukunft nicht mehr gäbe, ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr schnell passiert, dann wäre die Bundespflegekammer wahrscheinlich dann auf die nächste Kammer angewiesen im Sinne von NRW müsste das dann sein. Ja, also erstmal müssen wir nochmal sagen, ich glaube, so schnell geht es nicht, eine Kammer abzuwickeln. Ne? Also sie müssen ja, erstmal muss das Gesetz geändert werden. Das ist ja die gesetzliche Grundlage dazu. Dann muss alles, was rund um die Weiterbildung ist, wieder ans Land zurückgegeben werden. Mhm. Geht auch nicht von heute auf morgen. Dann arbeiten da Mitarbeiter. Die müssen irgendwo einen Job finden und dafür ist das Land, weil wir eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, zuständig. Dann gibt es die ganzen Beitragsbescheide, die ja im Rahmen einer Kammer auch aufgehoben, also im Rahmen einer Auflösung einer Kammer aufgehoben werden müssen. Ich weiß gar nicht, wie es sich verhält mit den Mitgliedsbeiträgen, wenn wir sie nicht schon zurückgezahlt haben, wie das Land damit verfahren muss. Kann ich, um ehrlich zu sein, nicht sagen, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben Darlehen aufgenommen, die vom Land zurückgezahlt werden müssen, weil sie dafür die Bürgschaften tragen. Also all das zieht so einen langen Rattenschwanz hinter sich her, dass ich nicht glaube, dass wenn eine Entscheidung zu einer Abwicklung führt, dass das von heute auf morgen oder innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von Wochen oder so, dass das funktionieren wird. Da gehe ich jetzt einfach mal von, also stelle ich mir sehr, sehr unwahrscheinlich vor. Mhm. Dann die Frage nach den Daten. Behalten Sie die für den Katastrophenschutz? Dürfen Sie die behalten? Wie müssen Sie die verarbeiten? Wie müssen wir sie löschen? Das sind ja alles Fragen, die geklärt werden müssen, wo ich glaube, dass viele Juristen auch viele unterschiedliche Meinungen zu haben, bis die sich dann einig sind. Also ich glaube, so schnell geht es nicht und deswegen hoffe ich einfach, dass die Kammer bestehen bleibt, weil wir natürlich dadurch auch eine Auswirkung auf andere haben. Nicht nur auf Rheinland, nicht nur auf Nordrhein-Westfalen mit der zukünftigen Kammer, sondern auch auf die anderen Kammern. Also wenn sie vielleicht auch umgewandelt wird in was Freiwilliges, wie wird dann mit den anderen Kammern umgegangen? Kann man das auch einfach machen? Steigen da die Proteste? Also wenn man jetzt
Handwerkskammern, Psychotherapeutenkammer oder die anderen Kammern der Heilberufe anguckt, wie geht es da weiter? Das sind ja alles Fragen, mit denen sich die Politik auch konfrontiert sehen muss. Und ich hoffe, dass dann die Befürworter auch endlich mal so laut werden, dass sie da mal ordentlich Stunk machen, damit das eben nicht passiert. Und ja, zur Bundespflegekammer. Wir sind da jetzt momentan 3 Kammern. Es ist jetzt soweit, dass wir an der Satzung für eine Vereinsgründung schrauben, damit wir, wie die Ärztekammer auch auf Bundesebene, also das muss man auch wissen, die Bundesärztekammer besteht aus allen 17 Ärztekammern, also NRW hat 2 Ärztekammern, weil es so ein großes Bundesland ist. Das heißt 17 statt 16 Kammern und nennt sich Arbeitsgemeinschaft der Ärztekammern und ist ein Verein. Und wir werden auch einen Verein auf der Bundesebene gründen und da sind wir gerade dran, die Satzung fertigzustellen, um dann eine Bundespflegekammer zu werden. Und dann ist die Frage, wie leicht Niedersachsen da rausfallen kann. Das hängt ja auch alles mit Verpflichtungen zusammen. Also man muss sich natürlich eine Bundespflegekammer auch leisten. Also die ist ja auch, die lebt auch nicht von Luft und Liebe. Da braucht man auch Leute, die, also erstmal ein E-Mail-Account, da fängt es ja schon an, ne? Homepage, die muss gehostet werden. Also das sind auch so viele Sachen, die damit reinziehen, die ja auch nicht von heute auf morgen dann wieder irgendwie zurückgedreht werden können. Also es hängt an allem immer ein elendig langer Rattenschwanz. Und ja, ohne Bundespflegekammer auch kein Sitz im GBA, ne? Das muss uns auch klar sein. Das heißt, im Grunde genommen verliert man mehr, egal ob finanziell oder idealistisch, wenn man das Ganze zurückdreht. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Nora, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wir sind mal gespannt, was so alles auf uns zukommt. Mit und ohne Corona. Da gucken wir mal, ja, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, diese Situation kann die Kammer gut nutzen, um sichtbar zu werden und ja, sich vielleicht auch und ein ich Stück hoffe, weit das zu profilieren. Tun wir. Ja, genau. Ja, Nora, vielen Dank, wie Eva das schon sagte, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal auf unsere Fragen eingegangen bist. Wir hatten das in Folge 3 ja schon mal mit Martin Dichter sehr detailliert alles geklärt. Allerdings ja, lag es uns irgendwie auch am Herzen, da irgendwie nochmal ein Stück weit Objektivität reinzubringen, jetzt vor allem zu der bevorstehenden Vollbefragung. Und genau, wenn es Leute gibt da draußen, die gern mitdiskutieren wollen oder dazu irgendwelche Anregungen haben, dann ja, sind alle herzlich eingeladen, das zu tun. Gerne auf unserer Homepage übergabe-podcast.de auf der oder unter der Folge. Genau. Kommentare wie Propaganda-Podcast kann man sich gern verkneifen. Sei einfach jetzt einmal so gesagt. So nervt nämlich ziemlich und weisen wir klar von uns. Eva, habe ich noch was vergessen? Genau, Feedback gerne auf unserer Homepage. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal und Überweisungen. Und ja, wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram aktiv. Da könnt ihr uns auch ein Feedback hinterlassen und weiterhin besteht unsere Aktion, dass Sie Ihr Stimmen zum Jahr der Pflege einsprechen können. Das geht über unsere Homepage, um uns eure Stimme für das Jahr der Pflege zu geben. Und wir spielen das dann hier ab. Alle Veranstaltungshinweise, würde ich sagen, schalten wir in die Shownotes, weil sich da aktuell ziemlich viel ändert immer. Genau. Was man sagen kann, ist, dass die Altenpflegemesse in Hannover, die hier verschoben wurde, in den Juni, auf das nächste Jahr verschoben ist. Also sie findet dieses Jahr nicht in Hannover statt, sondern erst nächstes Jahr in Nürnberg. Das können wir schon mal so festhalten. Ansonsten haben wir keine aktuelleren Daten tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch im Moment recht schwierig. Nora, hast du noch was zu sagen? Vielen Dank. Das war total cool. Mein erster Podcast. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer und natürlich auch ihr seid zufrieden damit. Absolut. Ja, absolut. Danke. Ja, und ich hoffe, dass es allen ganz viel Spaß macht. Ich finde, Podcasts sind ein super Format, um sich irgendwie Wissen anzueignen oder über aktuelle Themen zu informieren. Und ich hoffe, dass das echt vielen jetzt nochmal Klarheit schafft, warum zum Beispiel Beitragsbescheide verschickt wurden oder so. Also eins von super vielen Beispielen in dieser langen Aufnahme hier. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, als Pflegekammer nochmal Infos zu streuen und auf eure Fragen einzugehen. Ist uns ja auf jeden Fall auch ein Anliegen.
weil es, also es geht nicht darum, pro oder anti-Kammer zu sein, sondern uns ist es ein Anliegen, die Pflege zu stärken und Pflege voranzubringen. Und wir sind der Meinung, dass Pflegekammern, egal in welchem Bundesland, ein gutes Instrument dazu sind und dass sie notwendig sind. Und ich finde, dass man da Gehör haben muss. So, und dass gute Infos auch ja, in die Öffentlichkeit gehören. Und ich hoffe, dass wir das hiermit wieder geschafft haben. Genau. Genau. Sehr schön. Dann verabschieden wir uns für dieses Mal. Und passt auf euch auf, bleibt gesund, das kommt ist das gut Wichtigste. Durch die Corona-Zeit. Ja. Genau. Okay. Auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Tschüss.